Herzlich willkommen zu unserem ersten humanistischen Salon im Salon des Amateurs vom Düsseldorfer Aufklärungsdienst im Jahr 2024. Wir machen das nämlich schon eine Weile länger. Unser heutiges Thema, Incel, radikale Männlichkeit, wobei Incel für Involuntary Celibatory steht, unfreiwillig zu militär lebende Männer, wird kontrovers diskutiert. Die einen empfinden diese Gruppe als harmlose Autisten oder depressive Loner. Die EU dagegen hat sogar eine Sonderkommission eingerichtet in ihrer Terrorabwehr, um Incels frühzeitig zu identifizieren. Andere wiederum verurteilen die Rede von gefährlichen Incels und ihre Verbindung zu Alt-Right in den USA oder auch Faschisten in Deutschland als Hassrede und empathielos gegenüber benachteiligten Männern in unserer Gesellschaft. Doch nicht jeder Mann, der keinen Sex hat, ist auch gleich ein Incel. Sondern diese Selbstbezeichnung ist klassifiziert verbunden mit dem Hass auf Frauen und der Forderung nach der Wiederherstellung der patriarchalen Hegemonie, wobei man durchaus in Frage stellt, ob diese jeweils gebrochen wurde. Wir haben Pana Vater eingeladen, bei diesem Dilemma ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, ganz im Sinne der Aufklärung und unserer Mission als Verein. Hanna Pater hat als Sozialarbeiterin gearbeitet und auch mit Frauen, die in der Zwangsprostitution waren, und promoviert seit April 23 als akademische Mitarbeiterin an der Fachhochschule Potsdam zu dem Themenkomplex Care-Arbeit, Misogynie und Männlichkeit. In ihrem Buch Radikale Männlichkeit, der narzisstische Charakter und seine Sehnsucht nach Autorität, beschäftigt sie sich mit den Incel und dem Phänomen, besonders auch mit dem Fokus auf Attentäter, die dieser Gruppe zugeordnet werden. Der Vortrag ist heute ungefähr eine Stunde lang. Wir machen danach eine kurze Pause und danach gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und die ganze Zeit gibt es die Möglichkeit, die Arbeit unseres Vereins zu unterstützen, indem man zum Beispiel Mitglied wird. Unsere Mitgliedsanträge liegen auch dort bei unseren Büchern, die auch in der Pause gekauft werden können. Oder wir freuen uns auch sehr über einen finanziellen Beitrag in unser Spendenglas, um die ehrenamtliche Arbeit unseres Vereins zu unterstützen. Dafür schon an dieser Stelle herzlichen Dank, vor allen Dingen aber auch herzlichen Dank an alle, die diesen Abend wieder ermöglicht haben in der Arbeit unseres Vereins, vor allem auch wieder Eva und Ricarda, die, wie ich sagen würde, die Hauptsäulen unseres Vereins sind. Und vielen, vielen Dank für eure Arbeit. Jetzt geht's aber los. Ja, vielen Dank. Ah ja, okay, ich spreche ins Mikro und ich glaube, ich bin verständlich. Ansonsten gerne, genau, ich sehe schon ganz viele Daumen hoch. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, hier bei Ihnen und euch eingeladen worden zu sein zum humanistischen Salon. Und ich freue mich auch sehr über euch, das Publikum. Habe jetzt schon gesehen, dass den zu spät gekommenen oder später gekommenen Plätze angeboten wurde. Das finde ich immer alles sehr, sehr sympathisch. Auf jeden Fall würde ich jetzt damit reinstarten, Ihnen und euch zuerst vorzustellen, was wir heute gemeinsam vorhaben. Genau, und dann einfach auch schon in die Vorstellung reinstarten. Genau, wie schon ganz nett in der Ankündigung gesagt wurde, ist dieses Buch rausgekommen vor gar nicht allzu langer Zeit, letztes Jahr sozusagen oder Ende letzten Jahres, und da habe ich mich mit Attentäterschaft in der westlichen Welt auseinandergesetzt und da Material analysiert und mich gefragt, warum diese Männer Attentate begehen und genau, warum quasi diese Gewalt sozusagen gesellschaftlich produziert wird. Dabei war dann auch ein Spezialthema darin, das Inseltum. Und dieser Vortrag heute befasst sich eben dann mit diesem Spezialthema des Inseltums innerhalb des Rechtsterrorismus. Okay, zuerst mal zum Ablauf. Es ist ja immer in der Vorbereitung so ein bisschen schwierig einzuschätzen, auf welchem Niveau oder auf welchem Wissensstand das Publikum ist. Ich habe jetzt mal so ein bisschen breit gefächert und sowohl Grundlagenwissen mit reingepackt, als auch so eine analytische Ebene. Genau, und da hoffe ich einfach, dass für jede und jeden ein bisschen was dabei ist. Wir starten zuerst natürlich mit einer Einordnung. Worum geht es eigentlich im Inseltum? Wer sind die? Wo kommen die her? Ich habe da ein paar Daten und Fakten mitgebracht.
Und dann werde ich das Inseltum als Bewegung einordnen, abgrenzen oder sozusagen zusammenführen mit der rechtsbewegten Bewegung insgesamt. Wir werden uns dann einen kleinen YouTube-Beitrag anschauen zusammen über ein Insel. Da wird also ein Mann der Szene sozusagen zu Wort kommen und anhand seiner Aussagen werden wir uns dann weiter anschauen, worum geht es eigentlich im Inseltum und was denken die über die Gesellschaft, was denken die über unser Geschlechterverhältnis und werden uns dann also mit der sogenannten Red Pill oder auch Black Pill Ideologie auseinandersetzen. Dann kommen wir zu dem zweiten Teil, den ich schon angeteasert habe, und zwar eben diese Vorstellung meiner Analyse dieser Ideologie, also sozusagen diesem strukturellen Narzissmus nenne ich das, und was das genau heißt, das wollen wir uns dann später gemeinsam anschauen. Ansonsten habe ich noch zwei weitere Beispiele mitgebracht, den Stefan Balliet, der hat ein Attentat 2019 in Halle begangen, das kennen bestimmt einige Menschen aus der Presse auch, und wir werden uns auch Elliot Rodger als Beispiel anschauen. Diese beiden habe ich eben dann analysiert und genau da Material quasi aufbereitet. Genau, ich schließe dann mit einem Fazit sozusagen, das, worauf ich komme, also meine Schlüsse dieser Analyse, und werde da dann eben so das, was jetzt eben schon angeteasert wurde, sozusagen die männliche Hegemonie oder auch das männliche Patriarchat, kann man sagen, mit der Inselbewegung in Verbindung bringen, wie die zusammengehören. Genau, und dann, wie gesagt, haben wir hoffentlich nur eine Stunde Zeit und das nicht überschritten. Ich genau habe so eine Stunde angepeilt. Es ist mal mehr, mal weniger Zeit sozusagen. Und danach haben Sie dann aber auch noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, Anmerkungen zu machen oder womöglich kommt ja auch eine kleine Diskussion auf. Gut, dann dazu. Das heißt, auch gerne, wenn zwischendrin Fragen aufkommen oder so, gerne merken und am Ende dann stellen. Wer sind eigentlich die Insels? Ich habe hier, das ist oben auf der rechten Seite sichtbar, ein Teil eines Memes eingebaut. Das sind Bilder, die in den sozialen Netzwerken kursieren. Und da gibt es eben sozusagen Bilder über Insels und Chats, die sie selber produzieren, die kommen aus der Szene. Und das ist so ein Prototyp des Insels sozusagen. Ne? Und wir sehen ja, dass der sieht nicht besonders glücklich aus, der sieht nicht besonders aufrecht aus, der guckt irgendwie nach unten, hat so hängende Schultern. Und wenn man das nochmal recherchieren wollen würde oder so, dann würde man da sehen, da gibt es dann immer so kleine Beschreibungen, was der Insel sozusagen ist. Und das sind Selbstbeschreibungen. Und das werden wir jetzt sicher nicht sehen, weil das verschwommen ist, aber ich kann schon sagen, da stehen auf jeden Fall eher negative Persönlichkeitseigenschaften und ja, negative Zustände sozusagen drauf, also worunter der Insel leidet. Vor allem leidet er eben daran, dass er seine Jungfräulichkeit nicht los wird und auch keiner Frau habhaft wird. Das ist also sozusagen das Bild, was diese Insels auch von sich selbst haben. Das sind nicht die Gewinner, das sind nicht die sozusagen Erfolg haben in unserer Gesellschaft mit der Männlichkeit, sondern sie sehen sich also als die Verlierer der Gesellschaft, die immer einstecken müssen, wofür sie aber leider auch selber nichts können. Aber das schauen wir uns dann gleich bei der Ideologie an. Genau, der Begriff bedeutet involuntary celibate, was zu Deutsch heißt unfreiwillig zölibatär. Da ist also, sind schon zwei Sachen angeklungen, was die Insel ausmachen. Einerseits wollen sie den Zustand nicht, in dem sie sich befinden. Und andererseits hat es eben was mit Sexualität zu tun, mit dem Ausleben oder eben auch Nicht-Ausleben von Sexualität. Zölibat kommt ja aus dem Christlichen und ist da aber eigentlich eben ein bewusstes Verzichten auf eine Ehepartnerschaft, Sexualität mit Frauen. Bei den Insels ist es aber so, dass die eben sagen, das ist gar keine Wahl, sondern davon bin ich betroffen, von diesem Zölibat. Genau, dieser Begriff, und das ist ein bisschen paradox sozusagen, dieser Begriff kommt gar nicht von den Insels selber, sondern den hat eben eine queere Frau geprägt in Kanada. Elena Boldwood heißt die 1981.
1998 hat sie sozusagen in Kanada eben ein Forum eröffnet, wo sie sich selbstfürsorgemäßig mit anderen Menschen austauschen wollte, dass sie eben darunter leidet, eben über längere Zeit keine Partnerinnenschaft erleben zu können, sozusagen. Ja? So hat also quasi das Inseltum gestartet, ausgehend von einer queeren Frau, die Selbstfürsorge und eben gegenseitiges Beraten etablieren wollte. Nach kurzer Zeit sind dann eben, nach einiger Zeit hat sich dieses Forum gefüllt, eben auch durch oder vor allem durch Männer, die unter demselben Zustand litten. Allerdings war deren Art von Kommunikation eine ganz andere, und zwar war sie nicht gerichtet auf gegenseitiges Unterstützen, Hilfe leisten oder auch sich selbst gute Dinge tun oder auch womöglich sich vernünftig Dinge erklären, warum ist unsere Gesellschaft wie und warum leide ich unter gewissen Dingen in unserer Gesellschaft, sondern die haben eben eine sehr verbale Gewalttätigkeit etabliert. Ja? Und Eigenaussage, Elena Boltwood hat dann ihre eigens gegründete Website verlassen, weil sie eben gesagt hat, dass da zu viel toxische Männlichkeit stattgefunden hat. Ja? Und das ist nicht überraschenderweise, aber ganz ähnlich verlaufen auf 4chan. Das ist auch eine Plattform, wo Inselkommunikation stattfindet, also wo diese Insel sich treffen, miteinander sprechen und auf die Frauen schimpfen sozusagen. Auch dieses Imageboard, sagt man, auch diese Plattform sozusagen, die wurde gegründet von einem Mann, der eben von Diskriminierung betroffen war, der dadurch natürlich auch in seinem Leben gelitten hat, aber diese Plattform eben eher nutzen wollte, um mit anderen über diese Betroffenheit zu sprechen. Und auch da ist eben Ähnliches passiert. Männer sind gekommen, junge Männer, die eben sehr aggressiv sind, und die haben dann quasi diese Kommunikation zu einer Art Verbalkrieg umgestaltet und diese Seiten also im Inhalt verändert. Und so, wenn man also in den digitalen Raum schaut, kann man dieses Verhalten ganz oft und eben massenweise nachvollziehen. Viele junge Männer oder auch Männer allen Alters sozusagen entern Plattformen und etablieren dort eine gewalttätige Art der Kommunikation, die eben auch mit digitalisierter Gewalt, mit Hate Speech, mit digitalen Angriffen verbunden ist, was bedeutet, dass da eben auch viel Verletzung passiert und viel Betroffenheit produziert wird bei den Menschen, die dann eben angegriffen werden und im Zweifel eben auch aus Online-Räumen dadurch ausgeschlossen werden. Genau, so ist also dieses Inseltum gestartet, von der hilfreichen Selbstfürsorge zu eben einer Art Verbalkrieg. Genau, also kann man sagen, diese Insels unterhalten sich vorwiegend eben darüber, was Männlichkeit in unserer Gesellschaft bedeutet. Sie unterhalten sich über ihre eigene Betroffenheit und sie unterhalten sich aber eben auch darüber, woran eben diese Betroffenheit liegen soll, und das eben aber in unvernünftiger Weise, das projizieren sie dann schuldhaft auf die Gruppe Frauen. Das ist sozusagen das Verbindende, was diese Insel miteinander tun. Genau, es ist jetzt so, also gleich werde ich ein paar demografische Daten quasi vorstellen. Aber ganz insgesamt ist es so, dass es eben ganz wenige Studien bis zum jetzigen Zeitpunkt gibt. Also diese Kultur ist noch nicht so alt. Das mag ein Grund sein, warum es eben nicht so viele Studien gibt, aber der andere Grund ist eben auch, dass der digitale Raum ja auch quasi in der Forschung jetzt sozusagen noch nicht so lange als Forschungsraum bekannt ist oder jetzt wurde eben noch nicht so stark untersucht. Und diese Inseln sind natürlich, haben technisches Know-how. Es ist sehr, sehr schwierig, dort Daten zu erheben, die irgendwie valide sein sollen oder repräsentativ sein sollen, weil diese Foren eben zu großen Teilen eben auch anonym funktionieren. Das heißt, man muss sich da nicht unbedingt anmelden, wenn man das nicht möchte. Man kann anonym posten.
Außerdem ist es so, dass aufgrund all dieser Hassverbrechen, die da passieren, auch innerhalb dieser Kommunikation, ja, diese Seiten teilweise eben gesperrt werden und aber die, diese Personen dann ganz schnell ja, auf private Server ausweichen oder eben auch an unregulierte Orte gehen, wie das Dark Web. Das heißt, es ist sehr, sehr schwierig, Daten zu den Incels zu erheben. Viele reden auch gar nicht in der Öffentlichkeit, ne, weil wahrscheinlich weiß man, dass mit dieser Art von Hass sozusagen es da irgendwie auch Sanktionen gibt. Genau. Was es jetzt gibt, habe ich euch rausgesucht. Und zwar gibt es sozusagen eine Schätzung, dass es 100.000 Incels gibt. Das ist eine Schätzung aus den USA. Das wird nicht die wahre Zahl sein, denke ich mal. Ansonsten gab es noch eine weitere Studie von 2019. Und die haben drei der Hauptforen in den USA untersucht. Und die kamen zu 60.000 aktiven Incels, die wohl in dieser Studie schätzungsweise eben vor allem der Gruppe 18 bis 21 angehört haben. Also es handelt sich definitiv eher um jüngere Männer, die sich da bei den Incels also engagieren und die da kommunizieren. Genau, es gibt eine Studie aus den USA von 2020 und die haben so ein bisschen ja, die User gefragt, wie geht's euch eigentlich, was arbeitet ihr? Und da war Outcome, dass viele von denen oder auffällig viele von denen aus der Mittelschicht oder gehobenen Mittelschicht stammen, aber eben keinen höheren Bildungsabschluss haben, zu großen Teilen keiner Lohnarbeit nachgegangen sind zu diesem Zeitpunkt und auch bei den Eltern gewohnt haben, was eben ein Hinweis darauf ist, dass es sich eben um Personen handelt, die diesem biografischen Marker womöglich an denen gescheitert sind. So. Genau, wie gesagt, nur eine Studie. Dann habe ich da noch weitere Zahlen. Und zwar gab es dann eine schwedische Studie von 2020. Da wurde geforscht auf insel.co. Das ist eben eines der großen Hauptforen, wo viele User irgendwie anwesend sind. Genau, und da haben die eben gefragt, wie identifiziert ihr euch? Und da haben eben 45% der Männer, die darauf geantwortet haben, die haben sich als weiß identifiziert und der übrige Rest, also 45%, identifizierten sich eben als schwarz, Latino, asiatisch und so weiter. Genau, also man kann sagen, das Outcome dieser Studie ist, dass es sich eben nicht nur um weiße Männer, junge Männer handelt und es gibt eben noch, oder in derselben Studie quasi waren diese Männer zu 43% aus europäischen Ländern und zu 38% aus Nordamerika und weiteren Staaten wie Südamerika, Asien, Australien und Afrika. Genau, man kann also sagen, der Hauptteil der Insel ist entweder europäisch oder amerikanisch, nordamerikanisch. Es gibt allerdings heutzutage eben auch den Trend, dass das Inselzoom zum Beispiel nach Asien sich verbreitet, allerdings zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht in wesentlicher Form. Genau, das also jetzt zu den wenigen Daten, die es gibt, die sicherlich jetzt noch nicht das ganze Feld sozusagen abbilden können. Wo treffen die sich? Also es handelt sich bei den Incels um eine Online-Bewegung und um Online-Politik, was die da machen. Die treffen sich nicht auf der Straße oder nicht analog, sondern eben auf diesen Imageboards, die ich jetzt schon genannt habe. Zum Beispiel auf 4chan und 8chan, die heißen Imageboards deshalb, weil da viel Bilder geteilt wird. Da muss man sich nicht anmelden, da ist man auch anonym. Und kann dann posten. Aber auch Reddit, Discord und Gabs sind sozusagen beliebte Plattformen, um sich zu treffen. Genau, ich habe schon gesagt eben, dass manche gesperrt werden, manche Seiten, aber das bringt meistens nicht so viel, weil dann sozusagen ganz schnell andernorts dasselbe wieder auftaucht.
Genau, es gibt außerdem weitere Studien darüber, dass dieses Interviewmaterial, was ich mir eben auch angeschaut habe und was sich auch viele andere anschauen können im Internet, ganz gezielt zum Beispiel auf TikTok, also innerhalb der sozialen Medien, gepostet wird und unter die Leute gebracht wird, genau, um erstens den Inhalt zu verbreiten, aber eben auch, um Menschen anzuziehen, die irgendwie von dieser, ja, von dieser männlichen Aggression sich irgendwie angesprochen fühlen. Und das quasi führt dann auch zu rechtsradikalen Gruppierungen, die vielleicht nicht so einfach direkt auffindbar sind. Also diese Attentäter dienen auch zur Agitation. Genau, so zur Zugehörigkeit. Da hat man eben längere Zeit sich so gefragt, was sind die Incels eigentlich? So ein bisschen schwierig zu benennen, weil die dann doch auch heterogen sind in dem, was sie sagen. Und teilweise wurden eben die Incels ganz lange zu den einfach den Rechtsradikalen gezählt, also denen subsumiert. Die sind einfach ein Teil der Rechtsradikalen oder ja, der Attentäterschaft, also von Rechtsterrorismus. Dann kam aus den USA ein Begriff auf, der sich Manosphere nennt. Genau, also das waren dann eben zwei Menschen, die haben in einer Studie untersucht den Zusammenhang zwischen misogynem Posting und dem Ansteigen der Männerrechtsbewegung. Und die haben also diesen Begriff der Manosphere etabliert, der kommt aus den USA, der wird jetzt teilweise auch vereinzelt in Deutschland aufgegriffen, zum Beispiel von Veronika Kracher und weiteren Menschen, die sich eben mit dem Inseltum auseinandersetzen. Und da würde ich jetzt eine kleine Definition vorlesen. Also diese beiden Menschen sagen, die Manosphere ist, während die Manosphere eine Vielzahl von Gruppen umfasst, darunter Men's Rights Activists, Pickup Artists, Men Going Their Own Way, Incels, Väterrechtsaktivisten und so weiter, teilen sie die zentrale Überzeugung, dass weibliche Werte die Gesellschaft dominieren, dass diese Tatsache von Feministinnen und politischer Korrektheit unterdrückt wird und dass Männer sich gegen eine übergriffige, misandristische Kultur wehren müssen, um ihre Existenz zu schützen. Genau, und das ist sozusagen, ich finde, irgendwie ein Sammelbegriff, irgendwie, der sich anbietet, um auch die Incels zu beschreiben. Da geht es eben nicht nur um Rechtsradikalismus, sondern da geht es eben vor allem um Männerrechtsgruppen und Männerrechtsaktivisten, die eben sagen, ne, der Hauptfeind ist jetzt vielleicht nicht, also vielleicht auch, also da gibt es sehr, sehr große Überschneidungspunkte, der Hauptfeind ist vielleicht nicht unbedingt nur der Ausländer, in Anführungszeichen, sondern eben die Frauen und das eben als Großkollektiv, die gehen davon aus, dass unsere Gesellschaft ja weibliche Eigenschaften angenommen hat und dass Männer eben heutzutage unterdrückt werden, dass Männlichkeit unterdrückt wird und ja, dass Frauen quasi die Macht übernommen haben, was ein Verschwörungsnarrativ ist. Genau, also falls sich jemand gefragt hat, was diese anderen Gruppen bedeutet, ich tease das jetzt nur kurz an, also Männerrechtsaktivisten, ne, die gibt es in den USA, die gibt es aber eben auch in europäischen Staaten, auch in Deutschland, Wikimania ist da irgendwie ein Beispiel, genau, und die sind relativ radikal teilweise, dass sie eben ja, von einer Unterwerfung der Frau, einer natürlichen Unterwerfung der Frau ausgehen, beziehungsweise einer Notwendigkeit, weil Frauen deren Ideologie nach nicht vernünftige Wesen sind, sondern eben sie auf ihren Körper reduzieren und die Fähigkeit des weiblichen Körpers zu gebären. Genau, also das sind eben noch diese anderen Männerrechtsaktivistengruppen, so Men Going Their Own Way, da sieht man da so ein Cowboy-Mann irgendwie, der da so ganz alleine da so eine Straße herumschlappt, ganz ohne Frauen natürlich, ne? Die propagieren quasi eine Gesellschaft, eine Welt ohne Frauen, beziehungsweise eine Welt, wo Frauen zur Reproduktion gezwungen werden, wo es keine Vergewaltigung mehr gibt und so weiter.
Es gibt dann diese Verführungscoaches, Don John beispielsweise, der ist sehr stark auf Instagram aktiv und die bieten dann auch ganz gerne so Seminare an, um echte Männlichkeit zu lernen. Wie geht echte Männlichkeit durch die Aneignung von Frauenkörpern natürlich auf die manipulativste Art, die es so gibt. Genau, es gibt große Überschneidungen zu der Alt-Right-Bewegung. Hier unten zum Beispiel steht Green Lives Matter. Da ist so ein Frosch, ja, und das ist so ein Meme, das stark irgendwie auch auf den Chatboards kursiert, beziehungsweise auch von den Chatboards ausgeht. Wir haben hier Andrew Tate, der sagt bestimmt der einen oder anderen Person was. Der ging jetzt ganz stark durch die Medien. Das ist eben auch so ein Men's Right-Activist. Im weiteren Sinne sozusagen, der ja auch auf Social Media aktiv war, immer wieder es schafft, irgendwie aktiv zu werden und der eben ganz, ganz viele junge Männer auch anspricht in ihren Bedürfnissen und in ihren Wünschen. Und der wurde zuletzt mit seinem Bruder in Rumänien verhaftet, weil er Zwangsprostitution betrieben hat mit dem in Rumänien. Genau, also diese Männer sozusagen, die... die gehen also von einer, einer großen Ungleichheit zwischen Männern und Frauen aus und gehen extrem unempathisch mit den Frauen um und finden, das ist aber irgendwie biologisch angelegt bei den Menschen. Genau, ich hatte ja schon gesagt, also in den USA, da kommen ja die Incels her, gibt es eben ganz, ganz große Überschneidungspunkte mit der Alt-Right-Bewegung. Ne, personell sowie auch ideologisch, und das gibt es auch in den europäischen Staaten, also da gibt es eben auch Überschneidungspunkte, kommen wir gleich auch noch zu der deutschen Rechten. Genau, wie gesagt, es gibt da ganz große Überschneidungspunkte, es ist allerdings sozusagen, finde ich, das Inseltum ein abzugrenzendes Phänomen, weil... Also Überschneidungen gibt es zum Beispiel in der Befürwortung ganz allgemein von sozialer Ungleichheit von Menschen, also dem Ablehnen davon, dass alles, was wir haben, sozusagen an gesellschaftlicher Organisation, dass das nicht kulturell ist, sondern dass das irgendwie natürlich oder biologisch angelegt ist in uns Menschen oder irgendwie christlich auch also nicht unbedingt christlich, aber religiös irgendwie vorbestimmt ist. Da gibt es eben eine ganz große Überschneidung und es gibt eine große Überschneidung in dieser Ideologie zwischen, also was Männer sind und was Frauen sind und dass Männer eben höherwertig sind und Frauen eben deswegen untergeordnet sein sollen und vor allem eben auch die Angst vor den Frauen, ja, dass die dominieren könnten, dass die einem was wegnehmen könnten oder so. Und das große Bedürfnis, also dieses affektive Bedürfnis, sich dagegen zu wehren, gegen diese konstruierte Verschwörung von Frauen sozusagen, und da irgendwie so einen Gegenkampf, eine Gegenbewegung zu bilden. Das ist eben ein ganz großer Verbindungspunkt, das haben Rechte quasi auch. Also in der rechtsradikalen Ideologie ist dieser Männer-Frauen-Ungleichwertigkeitsgedanke sozusagen ganz stark vertreten. Und auch der Faschismus ist eine männliche Herrschaft, also ein ganz starkes Über- und Unterordnungsverhältnis. Allerdings ist es so, dass nicht alle Incels eben auch weiß sind, wie wir das eben sozusagen auch in der ersten Studie gesehen haben. Das ist jetzt nur eine Studie, das wird jetzt das breite Feld nicht abbilden sozusagen, aber es handelt sich eben nicht nur um Angehörige der White Supremacy, aber eben auch. So, genau, da würde ich sagen, es gibt also unter den Attentätern auch migrantisierte Männer, wie jetzt zum Beispiel Alec Minassian, das eben war auch so ein Insel-Attentäter 2018 in Toronto. Und der hatte eine iranisch-armenische Migrationsgeschichte. Und der sagt auch zum Beispiel in einem Polizeiinterview, was auf YouTube nachvollzogen werden kann, dass Incels keine Borders kennen, also die kennen keine Grenzen, die sind irgendwie international. So, das ist vielleicht auch eher sein Wunsch, aber genau. Es gibt neben dem Chat, es ist eben auch wieder so ein Incel-Meme, also ein Bild, was da stark geteilt wird, so eine starke Bildsprache haben die. Und wir haben ja schon am Anfang diesen Incel gesehen, ne? Der geht da so ganz gebückt, der ist irgendwie ganz schön unglücklich mit sich und mit den anderen.
Und das ist der Chat, das ist das Gegenbeispiel. Und der Chat ist eben das Ideal, das ist die ideale Männlichkeit. Da, das will man eigentlich sein. Ja? Da stehen jetzt auch wieder so Sachen neben dem Chat, aber eben ganz tolle. Ne? Also, dass der ganz, ganz viel Sex hat mit Frauen und dass der ganz gut aussieht und dass der ganz viel Sport macht und so weiter. Alles, was ja einfach ja, eine tolle Persönlichkeit ist auch einfach. Genau, jedenfalls ist das eben so dieses weiße Ideal und das gibt es, also das ist das Gegenbild vom Chat. Das gibt es aber auch in Schwarz, das ist der Tyrone. Und dieses Bild oder dieses Stereotyp, es ist kein Stereotyp, dieses Bild des Tyrones, sozusagen, das ist der schwarze Chat, das wird unterschiedlich behandelt. Teilweise wird das irgendwie als Gefahr imaginiert auch. Also der potente ausländische Mann ist so ein ganz, eine verbreitete Angst, würde ich sagen, eine projektive Angst. Genau, das wird eben einmal angstvoll so ein bisschen abgegrenzt, aber auch zum Teil eben bewundernd sozusagen sich daran angeglichen. Ja, man kann also sagen, der Großteil der Insel, würde ich jetzt mal vermuten, ist auf jeden Fall weiß, würde auch eher der weißen Überlegenheit quasi zustimmen, aber eben nicht alle. Und was die Insel quasi verbindet, ist eben sozusagen die Erfahrung als Mann, also die Männlichkeit sozusagen ist das verbindende Element und das eben die Erfahrung in der Sozialisation, aber gleichzeitig eben auch ja, so eine Theorie des guten Geschlechterverhältnisses, das Verbindende und die Rechten haben das aber auch ganz stark, aber eben nicht nur so. Okay. Genau, aber es gibt totale Mischformen. Das wollen wir dann auch später noch an diesen zwei Beispielen der Insels uns anschauen. Also einmal beim Stefan Balliet, der ist eher so ein Kämpfer, der auch der White Supremacy als Insel und dann der Elliot Rodger aus den USA, der vor allem eben eher ja, ein junger Mann ist und mit Rassist, also er ist schon auch rassistisch, aber das ist sozusagen, das hat nicht so einen großen Stellenwert in seinem Manifest und so weiter. Genau, das also zur also bewegungspolitischen Verortung der Insels. Und hier noch eine Folie zu der deutschen rechten Bewegung und den Insels. Da wird es auch ganz große Überschneidungspunkte geben, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Es gibt jetzt auch so prominente Beispiele. Also Insel-Narrativ, also genau, Inselwörter sind teilweise sehr, sehr merkwürdig. Die haben so eine Art eigene Sprache entworfen. Das heißt, wenn man in deren Foren reinschaut, also insel.co und so weiter, dann sieht man, okay, die haben irgendwie so eine merkwürdige Sprache und diese Sprache taucht jetzt auch teilweise in den Leitmedien auf. Ja? Also, was aber jetzt die Rechten in Deutschland eben, die greifen auch dieses Inseltum auf und wir haben jetzt eben hier einmal einen Post, der wurde auch ganz schnell dann gelöscht, ne, weil Leute eben gesagt haben, so, was macht ihr eigentlich da? Aber was soll man erwarten von einer rechtsradikalen Partei wie der AfD? Maximilian Krah hat Juni 2023 auf TikTok eben Folgendes gepostet, ich lese das mal vor. Jeder dritte junge Mann hatte noch nie eine Freundin, du gehörst dazu, schau keine Pornos, wähle nicht die Grünen, geh raus an die frische Luft, steh zu dir, sei selbstbewusst, guck geradeaus und vor allem lass dir nicht einreden, dass du lieb, soft, schwach und links zu sein hast. Echte Männer sind rechts. Echte Männer haben Ideale. Echte Männer sind Patrioten. Dann klappt's auch mit der Freundin. Genau, also, wenn man richtig Mann ist, sozusagen, dann bekommt man eben auch eine ab. Und damit adressiert er natürlich Wünsche und Hoffnungen von jungen Männern, die da zu Hause sitzen und denken, sie haben ein Anrecht auf eine Partnerinnenschaft. So. Dann haben wir also nochmal einen Post, also ganz aktuell, nochmal einen Post der AfD Sachsen auf Instagram. Und wir haben uns ja schon kurz Chat und Insel angeschaut als Memes, als Bilder. Und die haben eben deren Manier, zwei Stereotype nebeneinander zu stellen und die zu kontrastieren, so ein bisschen übernommen oder imitiert und eben hier ja, gute und schlechte Weiblichkeit hingepackt.
Einmal hier die Feministin, ne, die ist irgendwie jetzt auch nicht in Shape oder so, wie man das sein soll, die ganze Zeit. Die ist anscheinend super unglücklich, hat irgendwie ganz schön verwuschelte Haare und so weiter. Und da steht auch, dass sie ja schon mindestens 3-mal abgetrieben hat mit 22 und da auch noch stolz drauf ist. Außerdem, ja, also schlechter Lebenswandel, ungepflegt, die wechselt außerdem auch häufig die Beziehungen. Oh, oh. Und das ist also das Negativbeispiel, ne? Diese Art von Weiblichkeit wollen wir nicht, irgendwie selbstbewusst und irgendwie unabhängig auch. Und das ist jetzt die traditionelle Frau, das soll das Vorbild sein für uns junge Frauen. Genau, da steht dann da mehrmals, dass sie ihre Familie eben sehr liebt und sich aufopfert für ihre Kinder. Und da steht auch, dass, also mehrmals auch, dass sie einen wunderschönen Körper hat, einfach weil sie auch trainiert manchmal so. Und da würde ich sagen, es sind auch wieder männliche Begehrenswünsche am Werk, die also dann diese Figur konstruieren und diese Feministin eben also gar nicht ertragen können. Das heißt, führende Kräfte, die auch bei der Europawahl beispielsweise gewählt werden wollen, wie dieser Maximilian Krah der AfD, haben sozusagen die Worte eines 12-jährigen Jungen im Kopf, wenn sie über Frauen sprechen und über die ideale Gesellschaft. Bitte? Ah, ja, das stimmt natürlich, das stimmt, ja. Genau, aber so vom Grad der Reife sozusagen, könnte man da in dem Alter vielleicht auch was anderes erwarten oder so. Genau, aber guter Hinweis, ja. Genau, dann kommen wir jetzt zu den Attentaten der Insel. Also bei den Attentaten der Insel ist es ja so, dass einige sich auf den Weg gemacht haben. Es ist aber manchmal ein bisschen schwierig zu entscheiden, ob die jetzt Insel sind oder nicht, weil sie sich manchmal sozusagen nicht als solche bekennen, aber ganz sicher eben auch in dieser Hasswelt unterwegs sind irgendwie. Also es gab anscheinend 11 Männer, die sich ganz straight als Insel auch zu erkennen gegeben haben und ihre Shootings gemacht haben, und die haben bei ihren Shootings eben 6.916 Menschen ermordet und 93 weitere verletzt. Also man könnte sagen, wenn die mal losziehen und ihre Attentate machen, dann haben sie eben auch eine riesen Bestrafungslust, die eben viel Leid eben auch anrichten kann und anrichtet. Genau, die Attentäter sind dann aus... wahrscheinlich ist es weniger. Es ist ein guter Hinweis, ich check das nochmal, die Zahl, und reiche es dann nochmal nach. Aber genau, danke dir. Bei den Insels ist es oft so, dass die ihre Taten planen und dann eben auch ganz oft irgendwie öffentlich bekannt geben und so weiter. Und viele dieser Attentate sozusagen funktionieren auch nicht. Die werden dann irgendwie vorher durch die Sicherheitsbehörden gecached, und ihre Attentate werden natürlich Gott sei Dank sozusagen verhindert. Um jetzt nochmal diese Gefahrenlage einzuschätzen, also diese Attentäter an sich sind natürlich eben eine große Gefahrenlage, aber eine weitere ist die diskursive Gefahr, also das Hereinwirken in gesamtgesellschaftlich geteilte Bedeutungszusammenhänge, was sie eben ganz stark im Netz tun, und hier eben ihre unbewusste oder bewusste Misogynie, also Frauenhass, ausleben können. Und eine große Gefahr besteht natürlich auch darin, dass diese ideologischen Elemente, diese Überlegungen von Höher- und Minderwertigkeit sich einfach verbreiten und an Macht gewinnen in unserer Gesellschaft und dann Dinge anrichten. Die Gefahr ist, dass junge Männer angezogen werden und da sozusagen Erklärungen für ihr Leid vorfinden, die aber keine Erklärungen sind. Also hier in diesen Männerbünden kann man ganz gut den eigenen Hass auch ausleben. Okay, jetzt muss ich ganz kurz in mich reinhorchen und überlegen. Also, na gut, wir sind schon ein bisschen weiter fortgeschritten mit der Zeit. Und ich überlege gerade, ich würde jetzt aber...
Ja. Also, ich würde jetzt ein kurzes Interview mit einem Insel zeigen, damit sie und ihr mal einen auch gesprochen hört. Genau, und dann werde ich auf so kleine Passagen von dem, was er gesagt hat, eingehen und daran auch die Ideologie, also das, was sie denken, sozusagen auf. Wir haben Sinclair über seinen öffentlichen YouTube-Kanal ausfindig gemacht. Die in der Incelosphere weit verbreitete romantische Vorstellung vom Luxmatch, also der Partnerschaft mit einer Frau, die einem selbst auf der Attraktivitätsskala in etwa entspricht, scheint, so leid es mir tut, passiert zu sein. Beim ersten Kontakt wollte der junge Mann, der sich offen als Incel bezeichnet, noch unkenntlich gemacht werden. Nun ist er aber zu einem Treffen mit uns bereit, auf neutralem Boden, wie er es nennt, in einem Hotelzimmer. Wo er tatsächlich wohnt, will der junge Mann nicht preisgeben. Ein Incel, der vor der Kamera spricht, ist durchaus eine Seltenheit. Die Online-Community lehnt Medien außerhalb ihres Einflusses ab, da diese ja nichts anderes tun würden, als ein falsches Bild der Welt zu vermitteln. Für Sinclair ist der Schritt vor die Kamera so etwas wie eine letzte Chance. Ich habe mich dazu entschieden, bei dieser Reportage mitzumachen, weil ich an dem Punkt angekommen bin, an dem ich nichts mehr zu verlieren habe. Und ich will mich einfach nicht kampflos ergeben. Ich will wenigstens noch meine Meinung gesagt haben. Ich will noch andere Männer aufgerüttelt haben und diese Problematik in den gesellschaftlichen Diskurs getragen haben. Wenn für mich der Kampf vorbei ist, dann bleibt als letzte Möglichkeit immer noch, den stillen Abgang zu machen. Suizidgedanken oder Suizidankündigungen, das ist sehr verbreitet in den Inselforen. Einzelfall ist Sinclair keiner. Europaweit kämpfen immer mehr junge Menschen mit Isolation. Aus Vereinsamung ist es dann oft nicht mehr weit zu Depression und Frauenhass. Es ist so, ich hatte schon immer Probleme mit Frauen seit der Pubertät. Frauen haben mich immer wie den letzten Dreck behandelt, nie als vollwertigen Menschen. Das hat sich dann ins Erwachsenenalter hin so weiter fortgezogen. Und ich leide darunter immer noch sehr, dass ich noch nie eine Partnerschaft hatte oder noch nie Sex hatte. Das Thema Frauen hat sich für den jungen Mann endgültig erledigt, obwohl sexuelles Verlangen da ist. Also asexuell bin ich nicht. Ich betreibe halt Masturbation, so wie wahrscheinlich jeder junge Mann heutzutage. Aber ich kann mir das nicht mehr vorstellen, dass ich noch Sex haben würde oder besser gesagt befriedigenden Sex haben würde. Das vermeintliche Anrecht auf Sex, in Teilen auch auf Liebe, ist zentrales Thema für viele Incels. 20% der Männer bekommen 80% des Sex, so die Rechnung. Die Lösung, früher war alles besser. Ich würde mir so eine Gesellschaft wünschen, wie sie zum Beispiel noch zu Zeiten meiner Urgroßmutter vorherrschte. Genau, dann schalte ich jetzt wieder in meine PowerPoint. Genau, ja, also da haben wir jetzt in diesem kleinen Ausschnitt von eben dieser Dokumentation, die man auch auf YouTube finden kann, so ein paar ideologische Elemente eben auch da gehabt, die ich jetzt gleich dann nochmal in weiteren Folien auch näher erläutere. Was ich jetzt aber hier eben schon mal ansprechen wollen würde, ist eben dieses eine Zitat, was am Anfang gebracht wird, und das ist eben ganz verbreitet bei diesen Dokumentationen irgendwie über das Inseltum. Also einmal, das war der Moderator oder die Stimme aus dem Off quasi, und die sagt, europaweit kämpfen immer mehr junge Menschen mit Einsamkeit und Isolation. Aus Vereinsamung ist es dann nicht mehr weit zu Depression und Frauenhass. Also das ist sozusagen eine Erklärung, die eben stark geteilt wird. Da wird quasi in dieser Beschreibung, was das Inseltum ist, auch schon gleich irgendwie so eine kleine Erklärung mit angeteasert. Und zwar, dass ja eben dieses Inseltum auch verständlicherweise vielleicht so ein bisschen mit Einsamkeit irgendwie einhergeht. So gewisse andere Studien sozusagen legen das eben auch nahe. Also klar, von Einsamkeit und Depression ist es dann natürlich nicht mehr weit zu Frauenhass, was
da natürlich aber unterschlagen wird, dass das natürlich nur Männer betrifft, ne? Nur junge Männer. Also es gibt natürlich auch ganz viele junge Frauen, die eben betroffen sind von Depression oder Einsamkeit, ne? Aber auffälligerweise, und das ist wichtig eben zu nehmen und zu versuchen zu erklären, auffälligerweise gründen sie eben natürlich nicht diese Inselforen und gehen dann teilweise ziemlich gewalttätig eben gegen andere Gruppen vor. So, das ist eben eine Sache, die ganz oft unterschlagen wird. Dann ist es so, dass am Ende der Doku auch so ein bisschen so eine Lösung nahegelegt wird, der Insel quasi, ne, depressiv, wie er ist. Und betroffen, am Ende geht er dann zu einer bezahlten Kuscheltherapeutin, also eine Frau, die Geld dafür anbietet, zu kuscheln. Und das ist dann eben die Lösung der Wahl. Die Insel brauchen doch nur eine Partnerin und dann sind die auch wieder lieb und brav. So denken die das selbst auch. Also das ist sozusagen ihr eigenes Narrativ. Das, was man jetzt bei diesem Mann gesehen hat, bei diesem jungen Mann, der da Insel-YouTuber ist, also andere inspiriert zu dem, was er da eben tut und sagt, der hat ja auch betroffen von sich selbst gesprochen. Und erstmal, man sieht ihn an, der sieht irgendwie so harmlos aus, fast so ein bisschen süß oder so, und dann kommt da irgendwie so ein Mitleid auf. Und das wird in vielen, vielen Medien eben auch unterstützt, wo dann zum Beispiel in verschiedenen Podcasts kritischerweise dann Frauen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, gefragt werden, ja, hast du denn Mitleid beispielsweise, ja? Und das ist aber keine Erklärung. Es ist nicht in Ordnung, aus Einsamkeit quasi Attentate zu begehen. Und es ist eben auch nicht in Ordnung, eigenes Fehlverhalten beispielsweise zu begründen, eben mit einem Opfernarrativ der Betroffenheit. Das tun ganz, ganz viele rechte Menschen dieser Gesellschaft. Sie stilisieren und inszenieren sich als Opfer, als Betroffene. Und dann, das ist sozusagen eine ganz, eine Art Strategie, Schuld und abzuwehren und Verantwortung für das eigene Handeln quasi abzulehnen. Und deswegen versinken die also in Selbstmitleid und haben überhaupt eigentlich keine Verantwortung für das Handeln, was sie da machen sozusagen, sondern die Verantwortung liegt natürlich bei den Frauen, weil er hat ja auch schon gesagt, es gibt diese Attraktivitätsskala und da früher in die Gesellschaft, in die er sich vorstellt, in die er sich zurückwünscht, da sind die Zustände nämlich noch gut. Da reichte nämlich noch eine 4 auf der Attraktivitätsskala bei Männern, um eben eine Frau abzukriegen. Heute gibt es also den Feminismus, der dafür gesorgt hat, dass Frauen unnatürlich sich unnatürlich verhalten, also sozusagen nicht in der richtigen untergeordneten Rolle sind und eben auch, das ist das Allerschlimmste für die Insel, selbst wählen können, mit wem sie eben Partnerinnenschaften eingehen. Ja? Das ist quasi der größte Frevel, den man eigentlich machen kann, ja? Weil diese Insels denken eben, Frauen sind irgendwie für Männer da. So. Frauen müssen auch irgendwie gesamtgesellschaftlich verteilt werden oder auch ihre Fürsorge. Jetzt so einen kurzen Abriss dazu, welche Analyse ich eben auch in meiner Publikation angestellt habe. Da ist es dann sozusagen nochmal ausführlich aufgeführt. Hier würde ich es jetzt nochmal kurz anteasern wegen der fortgeschrittenen Zeit. Also meine Analyse von unserer Kultur ist, dass wir weltweit patriarchale Gesellschaften haben und diese patriarchalen Kulturen haben sich über Jahrtausende hinweg sozusagen entwickelt. Ja? Und aktuell ist es so, dass in verschiedenen westlichen Staaten sich diese patriarchalen Strukturen liberalisiert haben und dass Frauen auf der Ebene des Bürgers angekommen sind, dass Frauen also Bürgerinnenrechte zugestanden werden und dass sie vor dem Gesetz eben erstmal formal gleich sind, was nicht heißt, dass nicht immense Gewalt gegen Frauen passiert strukturell. Diese Liberalisierung eben dieses Geschlechterverhältnisses, was nicht bedeutet, dass patriarchale Über-Unterordnungsverhältnisse abgebaut wurden, sondern was eben einfach bedeutet, dass die Frau eben Bürgerin ist und einzelne Frauen es eben geschafft haben, sozusagen in männliche Positionen vorzudringen. Das alles macht sozusagen ein Gefühl
der Angst, der Bedrohung, ja. Und das ist einem Gleichheitsnarrativ zu verdanken, dem wir aktuell folgen. Ja, also ganz viele von uns denken eben, wir haben diese Gleichstellung zwischen Menschen, zwischen Mann und Frau eben ganz fast erreicht. Ja, wir sind eigentlich fast gleich. Wir müssen nur noch so ein bisschen an den Quoten rumschrauben und auch die Care-Arbeit irgendwie besser verteilen. Dieses Gleichheitsnarrativ, was nicht stimmt, dieses Gleichheitsnarrativ wird aufgegriffen. Und es wird sozusagen umgedeutet, teilweise, und es ist in Abstufungen vorhanden, teilweise wird aus diesem Gleichheitsnarrativ, dieser Angst, dieser Bedrohung, wird ein Verschwörungsnarrativ gesponnen, der inzwischen Herrschaft von Frauen. Ne? Und das alles ist sozusagen Produkt von einer historischen, kulturellen Entwicklung, ja, also ein patriarchaler Narzissmus, man sagt auch Androzentrismus, wenn gesellschaftliche Kultur auf das Gesamtsubjekt Mann ausgerichtet ist. So, das ist heutzutage sozusagen ungebrochen, aber das hat eben zum Ausgang, dass inzwischen oder aktuell eben große Gruppen von Menschen, aber eben verstärkt auch von Männern, eben Angst davor haben, dass Frauen irgendwie jetzt das Ruder in die Hand nehmen, sozusagen. Ja, und deswegen sagt eben dieser Insel Sinclair auf YouTube auch, ich hatte schon immer ein Problem mit den Frauen, genau, weil er eben denkt, dass die Frauen irgendwie für ihn da sind. Und das liegt nicht daran, dass er mit diesem Glauben geboren ist oder so, sondern das liegt eben daran, dass in unserer Gesellschaft ein großer Unterschied zwischen Frauen und Männern produziert wird. So. Und eben auch Frauenkörper reguliert werden durch den Staat beispielsweise. Mit dem Aberkennen von reproduktiven Rechten zum Beispiel. Genau, und deswegen bilden die eben auch so ein Opfernarrativ aus, ja, also die sind irgendwie ja schon Betroffene, das haben wir in dieser einen Studie eben gesehen, viele sozusagen hätten sich sicher gewünscht, irgendwie höher zu kommen als da, wo sie jetzt irgendwie sind, und zwar ganz häufig im Kinderzimmer ihrer Eltern, auch noch mit weit fortgeschrittenem Alter, so, die sind ganz sicher auch betroffen irgendwie, aber was sie ja eben denken ist, das liegt jetzt alles eben an den Frauen. Ich bin dieser Insel, weil die Frauen mir Unrecht angetan haben. Früher hätte ich eben eine Partnerin gehabt, ich hätte Sex gehabt, ich hätte Fürsorge bekommen, so ganz kostenlos irgendwie ausgebeutet. Richtig toll, das sind Zeiten, die wollen die wiederherstellen und und denken dann eben, die Frauen heutzutage, die sind so die sind so selbstbestimmt, die lassen sich nicht mehr mit Männern ein. Aber wer hat denn eigentlich gesagt, dass Frauen sich unbedingt immer auf Männer beziehen müssen? So, das ist das, was die sich eben auch gar nicht denken können, dass teilweise Frauen sich eben auch nicht auf Männer beziehen wollen und das eben selbstbestimmt. Also denkt er, dass er von Frauen wie Dreck behandelt worden ist, weil eben er keine Partnerinnenschaft hat. Weil er also denkt, aufgrund des Patriarchates und aufgrund seiner imaginierten Höherwertigkeit des Männlichen hat er ein Anrecht auf Frauenkörper, die bitte auch dann irgendwie ein patriarchaler Staat ihm zuteilen soll. Oder die haben da teilweise sehr, sehr krude Ideologien. Genau. Diese Männerrechtler, also Manosphere, hatten wir am Anfang schon, diese verschiedenen Gruppierungen, die haben eine Pillenideologie sozusagen ausgebildet, und zwar die der Red Pill. Und die Incels, die grenzen sich davon so ein bisschen ab. Zunächst also zu der Red Pill-Ideologie, die diese Männerrechtler quasi etabliert haben. Das bezieht sich auch wieder auf einen Film, Matrix heißt der, 1999, kennt bestimmt die meisten Personen in dem Raum. Und da wird irgendwie anscheinend, also das ist schon so lange her, dass ich den geschaut habe, deswegen erzähle ich es jetzt nur nach. Da wird anscheinend irgendwie Neo womöglich eine rote Pille angeboten. Und diese rote Pille, wenn die geschluckt wird sozusagen, dann hat die entsprechende Person, die diese rote Pille geschluckt hat, hat ein erweitertes Wissen, die sieht dann plötzlich klar, wo die ganzen Blue Piller,
ja, die noch die blaue Pille sozusagen irgendwie intus haben, wo die alle so ein bisschen verblendet durch die Welt laufen und denken, ja, okay, das ist total in Ordnung, dass Frauen inzwischen irgendwie teilweise sich scheiden können oder sich scheiden können und so weiter, dass sie Vergewaltigungen anzeigen können und so, ist eben dieses Einnehmen der Red Pill führt einem zu der Wahrheit. Und die Wahrheit ist, dass unsere Gesellschaft evolutionär gebildet ist, dass es eine Natürlichkeit von Männlichkeit und Weiblichkeit gibt. Es gibt eine natürliche soziale Ungleichheit über- und Unterordnungsverhältnisse. Und die Frauen sind inzwischen nicht mehr in der Position, in der sie eigentlich verharren sollten. Das ist also, das alles sieht man und merkt man aber erst, wenn man diese rote Pille auch genommen hat. Genau, das heißt, die gehen davon aus, dass Frauenkörper ihre Fürsorge und ihre Möglichkeit, Kinder zu gebären, auch verteilt werden sollte und staatlich oder wie auch immer reguliert werden sollte. Genau, und diese Männerrechtler denken jetzt auch, dass es eben so ein evolutionsbiologisches Programm gibt oder so, wonach sich Menschen paaren, also wie so Tiere oder so, je nachdem, wie hoch oder tief Mann ist auf der Attraktivitätsskala und eben auch Frau ist auf der Attraktivitätsskala, gibt es irgendwie so ein Looks-Matching. Das hat auch Sinclair angesprochen in seinem YouTube-Dings oder in der Doku. Und wenn quasi diese Punktezahl sich irgendwie matcht zwischen den Personen, dann kommen die zusammen, dann ziehen die sich so an, dann sind die attracted. Und das ist irgendwie so dieses evolutionäre Programm, das in uns Menschen läuft. Und das erkennt man, wenn man diese rote Pille geschluckt hat. So. Und diese Normies und die verstehen das alle nicht. Möglich ist, also diese Red-Piller denken, es gibt eine Möglichkeit, dieses unfaire Verhältnis irgendwie dann doch zu bearbeiten. Also wenn du jetzt zum Beispiel als 4 geboren bist, attraktiv 4 nur, da steht es ganz schlecht mit den Partnerinnenchancen. Dann können verschiedene Strategien angewandt werden. Also es gibt das sogenannte Lux-Maxing, es gibt Möglichkeiten, die Attraktivität zu erhöhen, zum Beispiel durch plastische Chirurgie, was viele Insel quasi überlegen, aber auch das Trainieren halt irgendwie, ne? Also quasi Training ist ja was gerade sehr angesagtes, und aber auch durch das Konsumieren von solchen Verführungsseminaren gibt es eben die Möglichkeit, innerhalb dieser Attraktivitätsskala nach oben sich zu mogeln, sozusagen, also sich zu maximieren oder wie sagt man? Optimieren. Genau, sich zu optimieren, ja. Das ist eine sehr Leistungsoptimierungsideologie, steckt ja auch dahinter. Genau, diese Blackpill-Ideologen, wo sich eben dann ganz viele Insel zugehörig fühlen, die lehnen diese Redpill-Ideologie ab oder dieses Narrativ, diese Erzählung ab. Und die sagen, dass diese Lösungsstrategien, wie zum Beispiel diese Pick-up-Artist-Seminare oder dieses Trainieren und plastische Chirurgie, dass das also alles gar nicht helfen kann, sondern du bist als das geboren, was du bist. Und das Äußere ist auch irgendwie deine Persönlichkeit oder das ist dein Wert. Und wenn du als Insel geboren bist, also so sehr unattraktiv, dann gibt es für dich einfach gar keine Möglichkeit, aus diesem Schlamassel rauszukommen, weil das ist ja höhere Gewalt. Ne? Das ist ja irgendwie die natürliche Evolution des Menschen und dementsprechend bekommst du auch überhaupt keine Frau ab, wegen dem bösen, bösen Feminismus, der dafür gesorgt hat, oder wegen den bösen Frauen, die mit ihrem Feminismus dafür gesorgt haben, dass noch viel mehr Frauen feministisch denken und vielleicht so eine 7 verlangen an Männlichkeit und Attraktivität. Und das ist ja extrem, extrem unfair. Ne, die kommen jetzt nicht auf die Idee, dass wir Frauen sozusagen andere Ansprüche haben könnten als irgendwie ja, Gesichtszüge oder weiß nicht, was ist beliebt, zum Beispiel ein ganz gewaltiger Kiefer oder irgendwie Handgelenke, die sehr stark sind oder so. Also stereotyp männliche Attribute oder so, das ist das Einzige, was uns Frauen irgendwie anscheinend anzieht. Das denken die und deswegen denken sie auch, sie sind also als Insel geboren und müssen auch leider als Insel sterben. Und deswegen ist eben auch die Rate von Suizidgedanken innerhalb dieser Foren eben sehr hoch.
die tatsächlichen Selbsttötungen sozusagen können schwer nachvollzogen werden, wegen den Problemen, die ich am Anfang der Datenerhebung eben schon gesagt habe. So. Ja. Also nochmal zu dieser Inselkultur, also so wie die miteinander sprechen und sich unterhalten, da ist es eben so, dass die Selbsttötung irgendwie ständig präsent ist auch in dem, was sie da posten und teilweise werden die oder die Männer feuern sich an, das zu tun. Also die quasi sind irgendwie nicht hilfreich miteinander, wie jetzt zum Beispiel Elena Boldwood mit ihrer Selbstfürsorge und dem hilfreichen sich austauschen, sondern es geht eben darum, sich auch gegenseitig fertig zu machen und das eben systematisch. Genau, also die Selbsttötung ist eine Möglichkeit, quasi aus diesem Inseltum herauszukommen. Eine andere Möglichkeit ist dann natürlich aber eben auch noch das Attentat. Und das wird dann zum Beispiel als Going ER umschrieben oder Be a Hero, wo auch die Initialen ER drin stecken. So. Das Attentat ist ein Uprising, ist eine Selbstermächtigung vom Beta-Mann zum Alpha-Mann und bezieht sich, also diese Initialen ER beziehen sich auf den Insel, das ist der Elliot Rodger, den habe ich eben auch im Buch untersucht oder davor untersucht und die Ergebnisse stehen dann eben publiziert da. Und genau, ich habe hier ein kleines Zitat von diesem Elliot Rodger mitgebracht, der 2014 in den USA, Kalifornien, seinen Attentat begangen hat. Genau, und er sagt also zum Beispiel zu diesem Attentat, also er ist eine Schlüsselfigur sozusagen, ich hatte nichts mehr, wofür ich leben wollte, außer Rache. Die Frauen müssen ihre Verbrechen für ihre Verbrechen bestraft werden, weil sie einen so großartigen Gentleman wie mich zurückgewiesen haben. All diese beliebten Jungen müssen dafür bestraft werden, dass sie das himmlische Leben genießen und auch und mit allen Mädchen Sex haben, während ich in einsamer Jungfräulichkeit leiden muss. Ja, also es sind riesen Aggressionen, zu denen die sich gegenseitig sozusagen auch aufstacheln. Und diese riesen Aggressionen, die tragen dann eben Einzelattentäter eben auch auf die Straße und bestrafen mit ihrem Uprising die Normies, die davon irgendwie alles nichts wissen wollen und vor allem eben die Chads, also dieser überlegene, dominante Mann, da das Ideal sozusagen, der soll bestraft werden und besonders bestraft werden soll eben auch die Stacy, das ist die Frau an seiner Seite und die Stacy ist die Idealfrau, die wollen sozusagen alle Insel auch haben. Genau. Also das beides sind die Geschlechterideale, denen die Insel nachstreben und die sind sehr wütend, dass sie denen nicht entsprechen und wollen also dann alle, vor allem die Girls, wollen sie dann dafür bestrafen, dass sie dem nicht entsprechen. Und davor bauen sie eben ganz großes Opfernarrativ auf, dem eben auch teilweise geglaubt wird so. Genau, dann habe ich hier also diesen Elliot Rodger. Das ist der hier, der hat ein Manifest von 147 Seiten herausgegeben. Da kann man sich mal vorstellen, dass man das alles durchlesen muss. Ne? Und der hat genau diesen Narzissmus, den ich da schon angesprochen hatte. Also ich möchte auf keinen Fall behaupten, alle Männer sind Narzissten oder so. Aber ich gehe davon aus, dass in unserer Gesellschaft so eine Selbstbezüglichkeit irgendwie beheimatet ist, ja, dass das Männliche als Ideal sozusagen ja ganz glanzvoll dargestellt wird im Kulturellen, ganz glanzvoll repräsentiert wird, ja, im Gaming, in Filmen, in all den Narrativen, wo Männer sich Frauen systematisch aneignen oder auch unterordnen, das sind die Ideale für die Insel und die sind sehr, sehr wütend, dass sie kein James Bond sind. Die wollen aber alle ganz gerne dieser James Bond sein. Das heißt, unsere Kultur ist angereichert mit genau diesen Narrativen, die dann ins Extreme gesponnen irgendwie auf die Straße tragen. Also es ist kein nichts Spinnertes oder so, sondern etwas Allgegenwärtiges, mit dem wir alle auch konfrontiert sind.
Genau, Elliot Rodger geht davon aus, dass eben die Gesellschaft einfach ein Kampf ist, ein Kampf um Position und Stellung, und damit hat er eben auch zu teilen recht, aber das ist eben nicht gut zu finden und nicht zu unterstützen, sondern eben abzubauen und zum Beispiel durch vernünftiges Überlegen zu erklären, womöglich Alternativen zu finden und so weiter. Diese Insels wollen das nicht, die wollen quasi in ihrem Attentat, beispielsweise in diesem Genusswettkampf, dann doch wieder übergeordnet sein, dann doch wieder zum Alpha-Male eben aufsteigen und zu ihrem Ideal werden. Der Elliot Rodger hat eben einen ganz, ganz starken Hass auf Frauen ausgebildet. Der hat seine Stiefmutter, er wollte seine Stiefmutter umbringen als allererstes, weil er eben auch so ein ganz patriarchales Narrativ in seinem Material, also Videos hat er herausgegeben und ein Manifest, quasi reproduziert. Und zwar ärgert der sich nämlich die ganze Zeit darüber, dass er im Haus seines Vaters, also die Eltern sind getrennt, Patchwork, im Haus seines Vaters nicht die Macht hat, die seine Stiefmutter hat. Ja? Und er konkurriert die ganze Zeit gegen seine Stiefmutter beispielsweise. Und er möchte, also seine Utopie, die er dann eben auch ausführlich beschreibt in diesen Manifesten, seine Utopie ist, dass Frauen in einer guten Gesellschaft in Konzentrationslagern zusammengepfercht sind und da zu Sex und Reproduktion gezwungen sind. Also das sind eben die Utopien der Insel, das, was sie gerne gesellschaftlich einrichten wollen würden. Genau, die tun sich dann als Männerbünde in diesen Foren zusammen. Da sind keine Frauen geduldet, also es gibt ganz vereinzelt so Inselfrauen, aber die werden eigentlich en gros, die werden eigentlich nicht geduldet, also die werden auch verwiesen, wenn sie als Frauen erkennbar sind. Das ist natürlich auch nicht immer erkennbar. Und die tun sich zusammen und sprechen da ganz, ganz wütend über die Frauen. Ich hätte hier jetzt noch so ein zweites Beispiel, gehe ich jetzt eben nur ganz kurz drauf ein. Das ist Stefan Balliet, Halle 2019, Attentäter. Der wollte erst in eine Synagoge eindringen, hat das Gott sei Dank eben nicht geschafft, weil seine Waffen Ladehemmungen hatten, weil die zu großen Teilen selbst gebastelt waren. Ne, das ist auf jeden Fall eben so ein Insel. Soll ich ein bisschen weiche ein bisschen? Genau, da sieht er nochmal, das ist seine Vernehmung, da sieht er das Video seiner Tat, also der hat er gestreamt auf Twitch, eben für seine wahrscheinlich männliche Community, also das macht Spaß, so ein Attentat zu begehen, die lachen und jubeln teilweise eben dabei. So. Genau, das hat er also gestreamt und für andere Männer zur Verfügung gestellt. Der war nicht alleine, die handeln immer kollektiv, also ich kann jetzt nicht sagen immer, aber ich würde mal vermuten, dass Insels kollektiv handeln, indem sie eben in diesen Online-Räumen miteinander vernetzt sind, miteinander ihre gewalttätigen Fantasien spinnen, sich anstacheln und teilweise eben auch sich gegenseitig entweder in den Suizid treiben oder zu Attentaten animieren. So. Genau, und da wollte ich jetzt nochmal diesen Unterschied sagen. Während der Elliot Rodger vor allem eben auf die Frauen hatet und Konzentrationslager für Frauen errichten möchte, selbst aber, wie er selbst sagt, halb weiß ist, also seine Mutter kommt aus Malaysia, also er zählt sich sozusagen nicht zu der White Supremacy und ist vor allem eher Männlichkeitsideologe, haben wir jetzt hier diesen Stefan Balliet, der eben solche Sachen sagt beispielsweise. Das ist ein Screenshot aus seinem Manifest, das ist die letzte Seite mit einem Zitat ganz oben, das ist hier so zum Teil abgeschnitten, ich lese es mal vor. Hallo, mein Name ist Anon, ich glaube, der Holocaust hat nie stattgefunden. Feminismus ist schuld an der sinkenden Geburtenrate im Westen, die Ursache für die Massenmigration ist, und die Wurzel dieser Probleme ist der Jude.
Ja, und da kann man eben auch diese Bandbreite sozusagen sehen, die ich am Anfang schon angesprochen habe. Ne, manche sind rechtsradikal, manche nicht. Der Stefan Balliet ist es ganz offensichtlich, weil das eben ganz, ein ganz starkes Narrativ der Rechten eben ist. Irgendwie stecken die Juden im Hintergrund, was ja eben ganz, ganz oft zu verschwörungsideologisch ist. Es gibt irgendwie eine elitäre Gruppe, die irgendwie weltbürgerlich ist oder irgendwie auch US-amerikanisch. Und die lenken die Geschicke der Welt, die kann man nicht sehen, aber die treffen sich trotzdem. Und als erleuchteter Mensch weiß man auch natürlich darüber. Und die haben den Feminismus auf die Welt gebracht. Und der Feminismus sorgt dann eben dafür, dass die Frauen die Männer und die Kultur destabilisieren und dadurch Tür und Tor öffnen für die arabische Invasion. So. Das ist quasi das Horrorszenario schlechthin und das ist auch eindeutig natürlich rechtsradikal. Also hier haben wir mit dem Stefan Balliet einen rechtsradikalen Insel, während wir bei Elliot Rodger eben eher einen Nur-Insel haben. Ja? Genau, also es gibt sozusagen Mischformen und so einfach einzuordnen sind die gar nicht. Weiblichkeit kann man da eben nochmal sehen, taucht eben als Geschenk für heroische Männlichkeit auf. Uprising bedeutet ja eben diese Selbstermächtigung, die sich die Insels ganz stark ersehnen und die sie brauchen für ihren Selbstwert zum Stabilisieren. Und geschenkt bekommt man dann bei einem erfolgreichen Attentat eben so ein Catgirl und dann for free auch noch. Und dann ist da so ein Kreuzchen oder so ein Sternchen und das sieht man jetzt nicht, das ist da unten, da steht dann wahlweise, kann man sich eben dann auch noch ein Foxgirl aussuchen. Genau. Oder ein Waifu, das ist nochmal, das ist nur so eine Anime-Figur. So, und was steht also meiner Analyse zufolge hinter dem Inseltum? Und zwar eben, es ist ein Ausdruck, wir haben jetzt diesen Sinclair gehört als den Insel, der hat gesagt, ich wünsche mir eine Kultur, nicht wie bei der Großmutter, sondern Ur-Urgroßmutter, hat er gesagt oder so. Genau, also er wünscht sich sozusagen irgendwie so eine ganz traditionelle Familie, ne, mit also dem Mann, der irgendwie die besonderen Rechte genießt, der vielleicht auch stellvertretend für den Staat in der Familie Recht spricht und Körperpolitik reguliert. Und damit ist das Inseltum Ausdruck ja anhaltender patriarchaler Kultur, einem anhaltenden Androzentrismus, also dieser Zentrierung auf das Männliche in der Gesellschaft als das Höherwertige, als das Kulturelle, als das gesellschaftgestaltende Element sozusagen. Also das ist ein Ausdruck davon, dieses Inseltum. Die wünschen sich die traditionell autoritäre Familie, das wünschen sich die Rechten eben auch. Die wünschen sich da wieder ein Mehr an Hierarchie und Ungleichheit zwischen den Menschen. Und die wollen auch vor allem, dass Frauenkörper wie Ressourcen reguliert werden, dass ihre Arbeitskraft, also Fürsorgetätigkeiten, was natürlich auch Männer machen können, aber derzeit eben machen das vor allem Frauen, dass ihre Fürsorgetätigkeit quasi auch unter den Männern aufgeteilt wird. Deswegen sind die eben auch gegen die reproduktiven Rechte von uns Frauen, also die rechtsradikale Bewegung, zum Beispiel dieser Höcke da oder dieser Trump. Die paktieren auch ganz, ganz doll mit der Lebensschutzbewegung oder der Pro-Life-Bewegung und so. Und die wollen eben das Selbstbestimmungsrecht von uns Frauen über unseren Körper systematisch abbauen. Warum natürlich? Um quasi Frauen zu entrechten, um sich stärker an den patriarchalen Mann, an die patriarchale Familie und die Gesetzgebung zu binden und ihre Selbstständigkeit zu unterbinden. Genau. Ganz insgesamt kann man sagen, dass wir alle sehr von unseren Müttern abhängig sind, dass wir durch sie geboren werden, aufgezogen werden. Und das war bei den Inselattentätern ganz, ganz stark auch so. Sowohl Rodger als auch Balliet haben sozusagen bei ihrer Mutter gewohnt. Und die waren ganz, ganz stark mit ihrer Mutter auch verbandelt und auf die angewiesen und haben eine... Haben wir es? Oder? Oh ja, gerade ist aus. Ja, nee? Weiter? Okay. Ich höre mich so ein bisschen anders, aber vielleicht ist es ja noch an.
Genau, die wollen zurück zu einem Zustand, wo Frauen entrechtet sind. Mit der Mutter wollte ich noch kurz sagen. Genau, also diese Insels, die ich untersucht habe, oder auch die Attentäter insgesamt, die ich untersucht habe, die hatten eine ganz starke Bindung zu ihrer Mutter und haben immer wieder auf ihre Sorgetätigkeit zurückgegriffen. Völlig selbstverständlich, ihre Mutter auch ausgebeutet sozusagen, aber kein einziges liebes oder dankbares Wort an ihr gelassen in all den 147 Seiten, die sie da geschrieben haben beispielsweise. Genau. Okay, genau. Das ist also sozusagen das, was die sich unter einer idealen Gesellschaft vorstellen, und das ist eben auch das, was sich insgesamt die rechtsradikale Bewegung unter einer idealen Gesellschaft vorstellt, und zwar die Rückkehr des traditionellen autoritären Patriarchats. Und damit würde ich gerne meinen Vortrag schließen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für diesen Einblick. Es gibt jetzt die Gelegenheit, sich nochmal Getränke zu kaufen, den Programmflyer anzusehen oder zu spenden. Und in 10 Minuten machen wir dann ungefähr weiter mit der Möglichkeit, Fragen zu stellen und ein bisschen über das Thema zu diskutieren. Bis gleich. Wir machen das jetzt wieder wie gehabt. Eine Frage hier aus dem Publikum live vor Ort und eine Frage aus dem Internet. Hier ist schon direkt die erste Frage. Ja? Warum haben Sie im Allgemeinen den Islam ausgeklammert, im Speziell aber das wahhabitische Herrscherhaus, die sogenannten arabischen Staaten, weil alle Parameter, die Sie aufgezählt haben, treffen ja fast auf dieses Gesellschaftssystem zu. Warum ich sozusagen nicht den arabischen Raum einbezogen habe? War die Frage? Sie meinen patriarchale Über- und Unterordnungsverhältnisse und dass Frauen nicht die gleichen Rechte vor dem Gesetz haben zum Beispiel? Voll. Also genau, sozusagen einfach, weil ich mich nicht so gut auskenne. So, ich kenne mich in der westlichen Welt viel besser aus, und es gibt auch das Phänomen Dschihadismus, also quasi auch religiös geleitete Attentate, wo ich finde, dass sie teilweise einfach auch eine ähnliche Struktur haben, so wie diese Inselattentate. Also das ist mir auch von Anfang an direkt gedacht, vielleicht gibt es da große Gemeinsamkeiten, und das fände ich auch ganz spannend, wenn es weiter untersucht werden würde, was da die Gemeinsamkeiten, was aber auch die Unterschiede sind, weil eben ein Unterschied ist zum Beispiel dieses religiös geleitete beispielsweise, was im Dschihadismus der Fall ist. Ich habe mich auf das westliche oder westlich-patriarchate beschränkt, weil ich mich mit deren Geschichte gut auskenne und in der arabischen Welt einfach weniger. Und da gibt es auch Gemeinsamkeiten und Unterschiede und so, und dem wäre ich als Phänomen nicht gerecht geworden, denke ich so. Das war der einzige Grund, aber sehr spannend. Dann müssen wir zusammen den nächsten Mal zusammen. Unbedingt. Weil da kann man ja fortsetzen auf das Alte Testament. Hallo, ich bin die Stimme aus dem Internet sozusagen. Ich habe die Fragen aus dem Internet gesammelt. Und die erste Frage war, wie steht man in der Incel-Szene zu Optionen, die empfundenen eigenen Defizite, Körper, Persönlichkeit, Karriere, durch Training oder Selbstoptimierung zu überwinden? Das ist eine ganz gute Frage, weil das eben auch nochmal ganz gut anknüpft an das, was in den Folien gestanden hat. Also es gibt da immer so Mischformen sozusagen. Ich habe schon diese Pillen-Ideologie angesprochen, ne? Also einmal diese Red Pill-Ideologie, die aus diesen Männerrechtsforen kommt, eben aber auch aus der Alt-Right. Und da gibt es absolut diese Möglichkeit, durch Selbstoptimierung, plastische Chirurgie, Verführungscoaching, Seminare, aber auch Training, quasi den eigenen Marktwert
im Beziehungsmarkt zu erhöhen. Jetzt gibt es eben diese Black-Pill-Ideologie, wo eben viele von den Inseln, aber eben auch nicht alle, eben sagen, so, nee, dieses Looks-Maxing, wie das eben auch heißt, diese Selbstoptimierung, die funktioniert einfach nicht. Pick-up-Artist-Tum sozusagen funktioniert auch nicht. Also diese Manipulationsstrategien an Frauen, das alles funktioniert nicht, weil alles ist so derart biologisch determiniert, also vorbestimmt, dass man da gar nicht tricksen kann an der Natur. Die Natur ist, wie sie ist, die ist festgelegt, da kann man sich nicht gegen wehren, das ist eine höhere Macht, so denken das viele. Und das eben auch diese, ja, Ausdruck dieser Machtlosigkeit und genau diesem gefühlten, ich bin so gefangen, ich kann nichts tun, so. Ich würde gerne direkt anschließen. Ich habe mich gewundert, dass in dieser Idee das monetäre, der monetäre Aufstieg überhaupt keine Rolle zu spielen scheint. Ist das so? Also, dass man denkt, ja, ich bin nicht hübsch, aber ich mache eine dicke Karriere, dann kommen die Frauen schon so. Also dieses, ja, also erstmal handelt es sich eben auch um junge Männer, die gerade eben in dieser Transitionsphase sich auch befinden, also von Schule zu dann Berufsausbildung oder Studium oder so. Womöglich werden da Dinge nicht vollumfänglich überblickt, das ist womöglich eins. Und dann ist es aber auch so ein bisschen so eine umgekehrte Sache, also sie erklären das Sein in einer hohen oder eben niedrigen gesellschaftlichen Position, die ja eben, also soziale Lage, die auch durch den Beruf und das Einkommen bestimmt wird, das erklären sie im Nachhinein eben mit dem Äußeren. Die sagen, die da oben sind da oben, weil sie eben auch so heiß geboren sind, wie sie geboren sind. Und deswegen kommen die da hoch und weil ich so hässlich bin, muss ich leider eben da unten bleiben, kriege auch keine Partnerin und überhaupt das Glück zieht an mir vorbei. So. Ja, ich habe eine Frage zu diesen Attentaten. Da ist es ja oft so, die Opfer sind noch nicht tot auf die Straße gefallen, da wird schon von Einzeltäter gesprochen. Und das war jetzt heute zum ersten Mal, dass ich gehört habe, dass die gar nicht so Einzeltäter sind, sondern untereinander verknüpft. Ich denke, da muss man mehr ran, dass es eben keine Einzeltäter sind. Ne? Ja, also absolut richtig. Und das war auch eben ein Mitgrund, gut, dass Sie das sagen, ein Mitgrund, warum ich angefangen habe, zu diesen Attentätern zu forschen. Weil, also das war früher noch ein bisschen mehr, als ich da... oder vor ein paar Jahren sozusagen, als ich damit angefangen habe. Das hat sich inzwischen so ein bisschen geändert, aber ja, es gibt dieses ganz starke Narrativ oder diese Erzählung des Einzeltäters. Also sowohl Elliot Rodger als auch Stefan Balliet, diese beiden Attentäter, die ich vorgestellt habe, denen wird sozusagen unterstellt, total einsam, isoliert und ja, quasi einfach die ganze Zeit allein zu sein. Also das war zum Beispiel auch ein Narrativ von dem Verteidiger von Stefan Balliet, also dem Strafverteidiger sozusagen, der hat all seine Verteidigung eben genau auf diesem Opfernarrativ aufgebaut, der Stefan Balliet, der ja so ein bisschen ist er fast schon unzurechnungsfähig, weil der hatte nie Glück im Leben, der wurde immer bestraft vom Schicksal und hat quasi immer nur alleine gezockt irgendwie so in seinem Zimmerchen oder so. Ja, aber das verkennt natürlich sein Sein in der digitalen Welt. Die digitale Welt ist gerade bei jungen Menschen dieser Gesellschaft eben ja auch ein Ort der Sozialität. Die gehen nicht mehr unbedingt in die Vereine oder so, sondern die haben ihre Vereine sozusagen im Digitalen, treffen sich da, tauschen sich aus und so weiter. Deswegen stimmt das mit dem Einzeltäter einfach ganz grundsätzlich, das stimmt nicht. Die sind oft gar nicht allein, sondern in der Community verhaftet, aber eben teilweise eben dann im Digitalen. Die nächste Frage aus dem Internet. In rechten Parteien, wie zum Beispiel der AfD, gibt es auch Frauen. Haben die sich jemals zur Inselideologie geäußert? Mir aus dann auch Inselfrauen, die dann zur Bewegung was sagen? Ja, genau. Also es gibt, ich habe ja schon so angedeutet, es gibt ein paar Inselfrauen sozusagen. Ne? Es gibt irgendwie so, wie es bei allen möglichen Phänomenen gibt, gibt es dann auch noch irgendwie in der AfD die Gruppe der jüdischen AfDler oder so. Genau, also so gibt es auch unter den Insels quasi Fraueninsel, die sind aber marginal. Das sind wirklich, wirklich wenige so. Ich kenne eher... rechte Frauen, wie beispielsweise Birgit Kelle, die aus so dieser Pro-Life, also Lebensschutzbewegung kommt, eine straight-rechtsradikale Frau ist, stark eingeladen wird, das Muttertier zum Beispiel geschrieben hat.
Und die äußern sich auch ganz viel zu Männlichkeit und eben eher so, die steigen ein auf das Opfernarrativ. Die sagen, ja, Männer sind inzwischen eben die, die benachteiligt sind und Frauen wollen mit Vergewaltigungsvorwürfen und Sexismusvorwürfen eben die Männer klein halten und runterdrücken oder so und die bezichtigen so. Das sagen eben auch die rechten Frauen, ja. Ich habe eine Frage insbesondere so zu diesem, zu deiner Einschätzung, was so die Opfer angeht, weil ich hatte mal eine Dokumentation gesehen und da schwang so ganz stark so dieses Narrativ mit, dass insbesondere die Incels ja selber Opfer von den Incels sind, weil sie sich gegenseitig in den Suizid treiben und die Suizidzahlen eben auch so unheimlich hoch sind. Würdest du dieser Einschätzung zustimmen oder was wissen wir über die Gewalt, die eben von den Incels ausgeht? Richtet die sich vorläufig gegen die, sich selbst oder eben vorläufig gegen Frauen? Mhm. Ich würde sagen, sowohl als auch. Also, ich denke, selbstverletzendes Verhalten aufgrund von Betroffenheit sozusagen ist ein weit verbreitetes Phänomen. Ja, Menschen entwickeln Aggressionen, wenn sie von etwas betroffen sind, wenn irgendwas Leid verursacht. So. Was die Insel jetzt also sozusagen mit dieser Aggression machen, die richten sie teilweise gegen sich selbst, indem sie sich selbst niedermachen, aber auch ganz viel, indem sie eben andere Incels niedermachen. Und das ist Gewalt sozusagen, das verbale Gewalt, wenn ich anderen die ganze Zeit sage, dass sie hässlich sind, dass sie sich umbringen sollten, dass sie es nicht verdient haben zu leben. Das heißt, die sind sicher auch sehr gewalttätig gegeneinander. Das ist ein Punkt, sie sind aber eben auch gewalttätig gegen die anderen, also gegen die Frauen, die ja dann eben schuld sind an der ganzen Misere oder eben auch die Ausländer, die eben schuld sind an der Misere. So genau, die, da geht Gewalt in alle Richtungen, würde ich sagen. Ja. Aber deswegen würde ich sie nicht als Hauptopfer stilisieren. Das machen die eben sehr, sehr gerne, um zu legitimieren, dann diese Gewalt weiter ausüben zu können, anstelle sich damit zu beschäftigen, woher kommen gesellschaftliche Über- und Unterordnungsverhältnisse und was kann man daran verändern? Die nächste Frage aus dem Internet schließt sich da ja fast perfekt an, denn die nächste Frage ist, warum oder richten sich die Gewaltfantasien vielleicht auch irgendwann mal gegen diese Chats? Man könnte ja sagen, ja, wenn man die alle oben, die da umbringt, dann wären ja mehr Frauen für uns schlechte, hässliche Männer da. Ja, also das mit dem Chat, also diese Konstruktion sozusagen mit dem Chat und dem Insel, das kommt ja von den Insels. Es gibt ja keine Chats, so wie es keine Insels gibt. Also dieses Ideal sozusagen, das ist ja ein gesponnenes Ideal. Genau. Die wollen immer ganz stark gegen die Chats vorgehen, die sie da irgendwie herbeifantasieren, die es nicht gibt. Und zwar in diesen Uprisings, die sind dafür bestimmt, einerseits die Gesellschaft ganz doll dafür zu bestrafen, für das eigene Unglück, vor allem halt eben die Stacys, ne, also diese Frau, die sie haben wollen, die wollen sie ganz doll bestrafen, dass die immer sich verweigert hat, aber auch ganz doll die Chats, ne, die sollen jetzt mal spüren, was die Konsequenz ist auf dieses unfair behandelt werden, absolut. Ja, erstmal schönen Dank für den interessanten Vortrag, war sehr augenöffnend für mich. Die Frage zur Religion hatten wir gerade schon, da ging es um Islam. Vielleicht möchte ich das nochmal weiterfassen, weil vieles da kommt ja aus Amerika und da gibt es ja auch, sagen wir mal zum Beispiel die Mormonen, die auch ein ganz anderes Frauenbild haben und ganze Bundesstaaten. Hat man das irgendwie konzentriert gesehen? Gibt es irgendwo Relationen zwischen Religionszugehörigkeit, Angehörigkeit und dem zumindest dann Ausleben der Gewalt oder so etwas? Das wäre jetzt erstmal die erste Frage. Ich hätte noch eine, wenn ich gleich darf. Aber erstmal die. Mhm. Ja, also ich wüsste jetzt nicht, ob einer dieser Incels Mormone war oder so. Davon gehe ich nicht aus.
jetzt muss ich auch mal kurz überlegen, dass ich ja nichts Falsches sage, aber meines Erachtens sind diese Insels auch nicht besonders religiös. So, zumindest mal nicht, die ich mir angeschaut habe. Genau, vielleicht gibt es auch christliche, ja, doch, absolut, aber auch nicht nur unbedingt christliche. Also ich würde jetzt mal ein bisschen verallgemeinern und sagen, sie sind eher nicht religiös oder das ist vielleicht nicht ein Hauptmotivator irgendwie, quasi diese Attentate selbst zu begehen, aber die Gesellschaft ist ja ein komplexes Netz sozusagen aus Ideologien, also aus der Verständlichkeiten über die Welt. Und wenn es sozusagen in einem kulturellen Raum oder so eben große Räume gibt, wo auch fundamental christliche Ideologien Verbreitung finden, gelebt werden und dann vielleicht auch darüber hinaus irgendwie Wirkung entfalten, dann begünstigt das eine gesellschaftliche Stimmung, die eben auch andere Misogynie quasi hervorbringt. Ja, ich würde sagen, christliche Narrative oder abrahamitische Narrative der männlichen Höherwertigkeit, fast der faschistischen, des Leaderships oder so, begünstigen andere misogyne Ideologien, wie zum Beispiel das Inseltum, ja. Das würde ja dann heißen, je weniger das gelebt wird, desto mehr hätte man Rechtfertigung, was zu tun. Wenn es aber in so einer Gesellschaft wie der Mormonengesellschaft, wo man mehrere Frauen haben kann und so weiter, schon Kinder und so, dann braucht man das ja nicht. Das heißt, es ist ja eher dann, der Druck entsteht, wenn man das nicht hat, also wenn man liberalere und offenere Gesellschaften hat. Dann würde das ja nicht entstehen als oder in öffnen Gesellschaften entsteht es, weil Leute zurückbleiben. Aber wenn man solche Strukturen hat, die man sich ersehnt, wie sie eben im islamischen Raum oder bei den Mormonen oder sonst wo gehandelt werden, dann braucht man das ja dort gerade nicht. Weil die Gesellschaft ja schon so ist, wie man sie sich eigentlich wünscht. Und jetzt habe ich noch eine zweite Frage, bezieht sich auf Frauen. Es gibt ja auch Frauen, die in der Situation sind, dass sie keinen Partner finden, dass sie ja ohne Partner eben leben. Gibt es da Gruppen, Chatgruppen oder so etwas? Wie wird sich da ausgetauscht oder wird das nicht ausgetauscht? Wird das einfach ertragen, diese Situation? Ja, also ich habe ja schon angedeutet, ne, also dass es, oder ich habe es ja schon gesagt, dass es auch Inselfrauen gibt. Ich muss jetzt aber auch sagen, dass ich mit denen nicht besonders gut auskenne. Ich weiß aber, dass sie eine ganz, ganz verschwindend geringe Gruppe unter den Insels ausmachen. War das die Frage? Oder? Die würden ja nicht in diese Inselgruppe passen, sondern weil die haben genau. Das gleiche Grundproblem. Das heißt, ich glaube, die Frage wäre doch auch, ob diese Femcells, so habe ich mal gelesen, nennen die sich. Hassen die dann Männer oder hassen die auch die Gesellschaftsstruktur, die die Incels kritisieren? Und wie organisieren die sich, genau? Ich kann nicht genau sagen, wie die sich organisieren. Also sie organisieren sich wie alle Incels halt irgendwie im Netz und sprechen da miteinander. So anscheinend wurde jetzt noch keine Attentäterin hervorgebracht, aber das liegt eben auch daran, dass eben das Inseltum mit einer ganz starken Geschlechterideologie einhergeht. Also diese Rollen sind nicht vertauschbar sozusagen. Der Mann steht sozusagen bei den Insels im Mittelpunkt und der hat ein Anrecht irgendwie auf Frauenkörper. Das hat er der Fantasie nach früher noch ausleben können, heute eben nicht mehr so. Natürlich gibt es auch ganz viele Frauen, die jetzt sozusagen nicht die Sozialität leben können, die sie sich vielleicht wünschen. Das kennen wir ja alle irgendwie so. Wir kennen ja alle, dass uns mal was fehlt oder so, dass wir genau Vertraute brauchen und so weiter. Ja, aber es ist eben schon ganz besonders, dass da eben eine Gruppe denkt, sie hat aufgrund dieser Partnerschaftslosigkeit eben auch das Recht, andere dafür zu bestrafen und Gewalttaten zu begehen. So. Aber ganz insgesamt würde ich auch sagen, dass niemand auf der Welt ein Recht hat auf eine Partnerin oder eben eine erfüllte sexuelle Beziehung oder wie auch immer. Niemand hat ein Recht auf Sexualität. So. Genau, das würde ich jetzt mal so festhalten. Und es gibt
Aber natürlich Leidzustände, die damit einhergehen, nicht die Sozialität, nicht die Bindungen ausleben zu können, die man sich wünschen würde, weil ich glaube, dass Menschen die brauchen, dass wir aufeinander verwiesen sind. Ja, also auch von mir erstmal, ich möchte meinen Vorredner anschließen. Vielen Dank, Hanna Vatter, dass du dich zu dieser Diskussion bereitstellst. Ich habe mir während des Vortrags sind mir so einige Dinge durch den Kopf gegangen, die ich gerne hier kurz mal als Frage in den Raum stellen möchte. Ich muss die nicht unbedingt beantwortet haben, einfach nur als Frage für dich, als auch als Frage für die anderen Zuhörer. Wenn ihr dann meint, das sprengt den Rahmen, könnt ihr mir dann das Mikro auch wegnehmen. Also das eine wurde schon so ein bisschen angeschnitten. Was ist eigentlich der weibliche Begriff für Insel? Das habe ich nicht so ganz mitbekommen. Femsel? Okay, alles klar. Gibt es vielleicht seit der Corona-Pandemie stärkere Ausprägungen dieses Phänomens wegen der Vereinsamung? Also ich würde jetzt sagen, es gibt seit der Pandemie einen Anstieg sozusagen der User in diesen Foren. Ich würde jetzt aber wegen der Einsamkeit, ist jetzt sozusagen, habe ich ja schon mal ein bisschen kritisiert, das ist noch kein hinreichender Grund dafür, dass die Szene entsteht, weil sie entsteht ja anscheinend auch nur unter jungen Männern und nicht unter jungen Frauen, obwohl sie ja gesagt haben, auch junge Frauen leiden teilweise darunter, eben nicht keine Partnerin, keinen Partner zu haben. Ja, Stichwort junge Menschen möchte ich da jetzt nochmal gerne einen weiteren Notiz hier zufügen. Ja, also um die 22, sagtest du so ungefähr, ne? Also 22 Jahre ist so dieses Alter von der Hauptgruppe. Es gibt so eben eine dieser Studien, die ich am Anfang erwähnt habe, da war die Hauptgruppe ein Drittel der Befragten 18 bis 21 Jahre ja, alt. Okay, ja, also 18 bis 21, okay. Liegt das vielleicht auch daran, dass diese Menschen besonders wenig geistige Reife mitbringen und leicht manipulierbar sind aufgrund dieser mangelnden geistigen Reife? Nein, das glaube ich nicht. Okay, also ja, jede Bewegung braucht eine Gegenbewegung und je radikaler die Bewegung wird, desto radikaler wird auch die Gegenbewegung. So würde ich das jetzt einfach mal in den Raum stellen. Wie ist denn die Bewegung? Von Schuld möchte ich nicht sprechen, aber vielleicht eine Ursache. Genau, und das ist genau da schön, also da wiederholen Sie genau diese Inselideologie, ne? Die sagen und aber auch die gesamte Rechte sagt, wegen den Frauen gibt es eben diesen Leidzustand, da würde ich eben dann nicht zustimmen. Okay, dann also Fanatismus gibt es natürlich in jeder Sparte, ne? Also ob man jetzt im Fußballclub geht, da gibt es radikale Gewalttäter, genauso wie bei radikalen Feministen, so auch bei radikalen Insels, würde ich jetzt mal so sagen. Oder? Nein, würde ich auch nicht zustimmen. Auch nicht zustimmen. Okay, also Moment, hier gibt es viel Bewegung. Ja, okay, sorry. Deswegen, aber genau, viele Fragen eingefallen auf jeden Fall. Ich hab noch eine andere Frage aus dem Internet. Wenn Männerrechtler von einer natürlichen, evolutionär bedingten Geschlechterhierarchie ausgehen, wie erklären Sie dann, dass es nach Ihrer Ansicht aus den Fugen geraten ist? Also eigentlich waren ja die alle an der Macht und jetzt nicht mehr. Ja. Wie ist denn das passiert? Ja, das ist eben auch die Frage, die jetzt gerade sozusagen anschließt an das, was ich gerade eben gesagt habe. Diese Insels oder auch die Men's Rights Activists, also die Manosphere, geht davon aus, dass eben der Feminismus, also dass die Feministinnen, zum Beispiel auch ich als Feministin, daran schuld bin, dass diese Gesellschaft eben so verweichlicht ist, aber auch verweiblicht ist. Und genau, diese Frauen sind nicht mehr auf ihrer natürlichen Position und das ist falsch, das ist unrichtig durch diese feministische Theorie, die Gender Studies und so weiter, die ja glücklicherweise etabliert wurden. Genau dadurch ist die Gesellschaft quasi aus den Fugen geraten und dadurch wendet der Mensch sich auch gegen die natürlichen Anlagen des Menschlichseins, und zwar Paarungsverhalten aufgrund von sexueller Attraktivität, aufgrund von Äußerlichkeit. Das ist so der Kern. Ich habe mal eine Frage zu der demografischen Entwicklung des Incels. Wenn der jetzt 19 bis 21 ist
und sich nicht das Leben genommen hat und kein Attentat begangen hat, was wird dann aus dem? Also wächst sich das aus? Findet er dann doch eine Frau? Wird er in die Gesellschaft zurückgeführt oder bleibt er so außen vor? Da würde ich dann immer so zwischendrin sozusagen noch auf die politische Bildungsarbeit hoffen oder irgendwie ja, Institutionen, die da vielleicht intervenieren können oder vernünftige Menschen, die da inspirieren können zu anderen Welterklärungen oder gute Bindungen, die dann doch zufällig passieren oder irgendwie, also das weiß man bis jetzt eben noch nicht, weil die Inselbewegung ja eben so derart jung ist, dass die jetzt alle noch nicht so doll älter geworden sind, aber das wäre sehr, sehr spannend, wird es abgelegt oder nicht. Also ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass ein Großteil sich eben auch einfach deradikalisiert oder who knows, dann passiert eine andere Lebensphase oder so. Wir wissen ja, es ist eben auch lebensphaseabhängig sozusagen, was ich denke, wie ich bin, wo ich mich engagiere und da würde ich doch ganz doll hoffen, dass viele dieser jungen Männer, die sich in diesen Foren sozusagen herumtreiben und Frauenhass verbreiten, dass die irgendwann mal gute Einflüsse haben und ja, anfangen, sich mit der Welt auseinanderzusetzen. Ich habe noch eine Frage, insbesondere zu den Zusammenhängen von diesem Inceltum auch zu Gewalt gegen Frauen. Also wir wissen ja jetzt aus der Forschung, dass gerade die Androhung von Suizid auch ein Frühwarnzeichen ist für Femizide. Und ich frage mich, jetzt haben wir da diese ganzen frustrierten Männer, die Suizid androhen. Sind das alles potenzielle Gefährder? Und wenn ja, was machen wir mit denen? Also ich habe nachgelesen, dass es tatsächlich von der EU inzwischen eine Sonderkommission zur Terrorabwehr gibt, wo man halt eben diese Incels sozusagen versucht zu identifizieren. Genau, also es gibt andere Staaten, jetzt zum Beispiel Kanada, USA und Großbritannien, genau, haben ebenso auch die Incels sozusagen als terroristische besondere Gefahr eingestuft, als Gruppe. Das tut jetzt die Bundesregierung nicht beispielsweise. Ist jetzt natürlich auch eine andere Situation wie in den USA, das kann man ganz auf jeden Fall genauso sagen. Sie sind aber natürlich auch hier am Werk, wie wir das bei Stefan Balliet als Insel so sehen. Was macht man eigentlich mit denen? Man muss erstmal irgendwie sie erreichen. Ich glaube, das ist sozusagen diese ganz, ganz große Hürde, weil die ja eben im Netz irgendwie anonym auch zu großen Teilen unterwegs sind. Also da müssen beispielsweise, finde ich, Bildungsinstitutionen in die Pflicht genommen werden, politische Bildung anzubieten beispielsweise und irgendwie ja für ein pluralistisches Weltbild zu sorgen und gegen Ungleichheitsideologien beispielsweise vorzugehen. Ja. Ich hätte eine Anmerkung und eine Frage. Die Anmerkung geht in diese Richtung, was passiert mit den erwachsen gewordenen Incels? Also die nennen sich vielleicht nicht mehr Incels, aber wenn wir uns in der Welt umschauen, und zwar, wie ja hier bemerkt wurde, östlich wie westlich, findet man eine Reihe von Schollen, wo die dann sozusagen sich beheimaten können, ob das jetzt Trump ist oder Orban oder Putin oder Xi Jinping oder die arabischen Scheichs oder, ne, also AfD, die finden schon ihre Heimat, glaube ich. Also man kann nur hoffen, dass sie sich so ein bisschen deradikalisieren, aber es ist ein bisschen frustrierend auch, ne. Meine Frage wäre, ich finde, dass es auffällt, wie infantil diese Szene also in ihren äußeren Erscheinungsformen ist. Zum einen in diesen Begriffen, die sie verwenden, Stacy und Chats und so weiter, aber auch in diesem unfassbar hässlichen Meme. Gibt es irgendeine Info dazu, wer dieses wirklich total hässliche Meme ins Netz gesetzt hat und wie sich das verbreiten konnte, weil es ist so abstoßend hässlich. Also über Geschmack lässt sich streiten, aber ich finde, es ist, wie kann man denn so eine Männerfigur zeichnen und sich mit der identifizieren? Ja, die ist so ins Absurde überzeichnet oder so, ne? Ja, die ist auch ganz verrückt. Also die fand ich schon von Anfang an auch irgendwie so ästhetisch abstoßend oder so, ne? Die kommt von den Incels. Mir ist jetzt kein Autor bekannt oder so, aber das
ja, liegt auch einfach daran, dass die eben anonym miteinander zugange sind, wie auch immer, auf diesen Imageboards oder so, genau, aber von denen ausgeht dieses Meme sozusagen. Das ist sehr infantil, sehr abstoßend. Ist vielleicht eben so auch also ein affektiver Ausdruck, ne? Wenn das eben dieser Chat ist, aber ist einerseits natürlich ein Ideal, aber andererseits wird der auch sehr, sehr gehasst. Vielleicht ist dieser Hass auch ein bisschen Ausdruck von ja, dieser ganz seltsamen Aufmachung. Und in welcher Weise taucht dieses Bild dann auf, indem man sozusagen das wie ein Logo vor sich herträgt, um sich direkt kenntlich zu machen als Teil der Gruppe? Oder wie taucht das auf? Ich hab einfach mehrere Fragen. Die erste Frage ist... Ach so, ich war gerade irritiert, weil es weitergegeben wurde. Entschuldigung, fahren Sie fort. Also es wird eben darüber gesprochen sozusagen, es wird gepostet. Also Imageboard bedeutet, dass da viele Bilder gepostet wird. Es ist sehr bildsprachlich sozusagen. Also genau, dann wie man sich das eben vorstellt. Ich glaube, um Eindruck zu bekommen, muss man mal vielleicht in diese Imageboards oder Foren reinschleichen, wenn man da Interesse hat, weil das sind keine geheimen, versteckten Orte oder so. Das sind stark genutzte Orte. Und da kann man sich ja mal einen Blick reinwerfen, wie genau die da diese Memes besprechen sozusagen. Also es ist oft, also auffällig ist, die, also deren Kommunikation, sagen, ist sehr zynisch. Und auch dieser Insel und Chat, das ist irgendwie so eine ironische, zynische Ebene, wie die sich über die Welt, über diese Clown-World irgendwie austauschen. Also für die ist alles verrückt quasi, was wir hier leben. Die haben ja sozusagen diese Red Pill geschluckt und sehen ja klar, das, was wir tun, ist verrückt. Für die weitere Recherche könntest du vielleicht einmal auf die nächste Folie gehen, wo du deine Quellen angegeben hast. Dann könnte man da sich das vielleicht nochmal abfotografieren oder so. Ja, gerne, gerne. Dankeschön. Also ich finde Diskussionen ein bisschen zu platt, wenn ich ganz ehrlich bin. Hier werden so ganz verschiedene Wörter in einen Topf reingeschmissen und dann sagt man, okay, man hat jetzt hier die ultimative Probleme, die jetzt hervorgehoben werden und dann die Lösung. So einfach ist es nämlich nicht. Man muss sich erstmal die Frage stellen, von wie vielen Foren sprechen wir und von wie vielen Prozent Menschen, Anteil global, sind denn tatsächlich in den Foren, die genau diese Dinge machen, die Sie hier gerade beschreiben. Dann nochmal an Sie eine Frage. Sie sagen auch ganz salopp und ziemlich platt, was machen wir gegen diese Menschen? Von wie vielen Prozent Menschen sprechen wir eigentlich? Weil, ich sag mal so, Ursache und Wirkung, ne? Weil wir haben ja eben die Opferzahl gesehen und die war ja enorm hoch. Und deswegen würde ich da, glaube ich, eher den Fokus drauf legen, gerade im Hinblick auf Prävention und dann weniger auf die Täter. Ja, also ich denke auch, wir haben ja nicht gesagt, dass alle Männer, die keinen Sex haben, Incels sind, sondern dass es eine Bewegung auf der Welt gibt, die sich dazu zählt und wie man damit umgehen kann. Es war keine Generalverurteilung. Ja, ich denke mal, die Dame hat auch gesagt, welche Ursachen es sind, dass genau diese Männer, sag ich jetzt mal, vielleicht auch Frauen, nicht nur Männer, sondern es gibt auch Frauen, die wahrscheinlich auch so denken und handeln. Nee, man muss ja auch sagen, ne, ja, auch die. Auch das hat sie eben gesagt, dass das eben nicht der Fall ist, dass es keine vergleichbare Bewegung bei Frauen gibt, weil es eben eine von Männern auf Frauenhass ausgerichtete Ideologie ist. Deswegen gibt es das in gleicher Form nicht bei den Frauen. Entschuldigung, wenn ich das jetzt vorweggenommen habe. Ja, ja. Also dem genau würde ich so zustimmen. Genau, und ich würde da auch Ihnen auf jeden Fall sehr zustimmen. Jedes Opfer ist ein Opfer zu viel. Und ich habe ja sozusagen zum Beispiel mit dieser AfD-Inselfolie aufzeigen wollen, dass es ja nicht nur eben diese Gruppe der radikalisierten Insel ist, die sich in Foren treffen, sondern dass diese Ideologie sozusagen natürlich sich verbreitet über Szene- und Subkulturgrenzen hinweg. Ne? Und wenn so ein Maximilian Krah, der da ins Europaparlament möchte, sozusagen einen astreinen Inselsprech drauf hat, dann spricht es dafür, dass diese ideologischen Elemente sehr weit in den Mainstream vorgedrungen sind und dementsprechend viel Verletzung und Betroffenheit auch ausrichten können. Da wir in der Zeit jetzt schon leicht vorschreiten, würden wir noch zwei Fragen machen und dann können wir gerne noch in kleinen Gruppen weiter diskutieren. Ja, hallo. Mich würde noch mal mehr interessieren, die Abgrenzung zu wirklich diesen Opfern, diesen Attentaten, die Sie beschrieben haben. Das ist ja, ich meine, wenn Morde passieren, dann
das ist was, doch was völlig anderes, als wenn Männer, die keinen Sex haben, sich über die Ungerechtigkeit der Welt beschweren und abstruse Ideen haben, die es in meiner Jugend auch gegeben hat, die es vielleicht auch einfach im normalen Diskurs gibt. Das muss man ja nicht teilen, aber diese Abgrenzung, die würde mich nochmal interessieren. Also wann fängt es an, wirklich gefährlich zu sein? Also gefährlich ist es ab dem Zeitpunkt, in dem ein Mann mir gegenübertritt und mir sagt, ich bin minderwertig. Das ist in dem Sinne gefährlich, als dass es mich verletzt. Ja, das passiert in unserer Gesellschaft ganz, ganz oft und vor allem, und das ist eben wichtig, immer mehr. Und wir müssen uns als Gesellschaft dieses immer mehr anschauen und es sollte nicht unser Ziel sein, dieses immer mehr zu verharmlosen. Das sind doch nur ein paar einzelne Spinner, die da rausgehen, sondern unser Ziel sollte im Gegensatz sein, zu sagen, wow, wir müssen da hingucken und wir müssen auch gucken, wir müssen die verstehen und dann müssen wir geeignete Maßnahmen ergreifen, dass diese Masse kleiner wird. Das sozusagen würde ich, ja. Wir haben jetzt die Extremfälle gehört, also eben, dass Frauen in Konzentrationslagern sein sollen und verteilt werden sollen an die Männer. Aber es scheint mir die Extremform zu sein von diesem verbreiteten Topos, dass der selbstbezeichnete nette Typ ja keine Frau abbekommt, weil die Frauen stehen ja immer nur auf die miesen Kerle. Das hat man vielleicht öfter mal schon gehört, während man sich von diesen Extremformen ja so leicht freireden kann. Und das erklärt natürlich auch dann so ein bisschen diesen Hass auf den Chat, der auf der einen Seite natürlich das Ideal ist, weil so wäre man gerne, aber auf der anderen Seite ist das eben der miese Typ, auf den die Frauen stehen, weil die gar nicht merken, was für ein netter Typ man eigentlich ist. Also es ist ja damit auch ein ganz positives Selbstbild verbunden, dass man ja auch in dieser patriarchalen Familie, man würde sich ja gerne um die Frau und die Kinder kümmern. Das ist ja eigentlich ein ganz positives Selbstbild, das eben dann bei diesen Extremen so krass negativ wird. Ja, vielen Dank. Also das war ja ein wirklich guter Beitrag, würde ich auch sagen. Und ich würde dann eben sozusagen analysieren, oder das ist meine Analyse, dass es eben Ausdruck ist von diesem kulturellen Narzissmus, sich selbst im Zentrum zu setzen und die eigenen Bedürfnisse auch auf andere Gruppen zu projizieren und sich gar nicht Gedanken zu machen, was gibt es für Unterschiede und Andersheiten in unserer Gesellschaft und vielleicht wollen nicht alle das, was ich möchte. Genau. Vielen, vielen herzlichen Dank für diesen wirklich sehr guten Vortrag. Wir freuen uns, wie gesagt, auch sehr über euer und ihr Interesse und hoffen, dass ihr auch zu den nächsten Vorträgen wieder dazukommt. Genau, unsere Spendenglas steht immer noch da, so ermöglicht ihr die Arbeit, die wir alle ehrenamtlich leisten. Ich wollte noch ganz kurz hinweisen auf zwei Veranstaltungen. Nächsten Donnerstag kommt Michael Schmidt-Salomon in die Jazzschmiede mit dem Vortrag Wer gefährdet den öffentlichen Frieden? Und unser nächster Salon am 7.2. wieder hier ist mit Dr. Lala Agün zu dem Thema Der lange Arm des Recep Tayyip Erdogan. Und auch da werden wir wahrscheinlich wieder schön diskutieren können und uns alle weiter aufklären und hoffen, dass wir zu einer offenen Gesellschaft beitragen, in der alle gut leben können. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, jetzt können wir gerne noch ein bisschen hier rumstehen und untereinander diskutieren. Wir bauen noch ein bisschen ab und bis zum nächsten Mal. Also es blieben jetzt alle so komisch sitzen. Vielen Dank auch ans Internet. Wir hatten bestimmt 40 ZuschauerInnen im Internet. Also vielen, vielen Dank.